Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Frankfurt liest ein Buch und heute Abend liest ein besonderer Mensch, über dessen Kommen wir uns außerordentlich freuen, Florian Henkel von Donnersmarck. Begrüßen Sie ihn. Wie Sie wissen, ist er ja Regisseur, Drehbuchautor und auch Produzent und nun also mit diesem Buch, halt doch, Buch, Kino, außerdem Autor von Aufsätzen, von Reflexionen über das Kino und ich freue mich, dass Sie diesen Ort hier auch gewählt haben, denn normalerweise liest er eigentlich nicht so gerne in Kinos und darin vielleicht auch eine gewisse Verbundenheit mit diesem Haus zeigen. Denn Florian Henkel von Donnersmarck hat ja hier in Frankfurt gelebt und er war bei der Eröffnung des Filmmuseums dabei. Damals natürlich nicht ahnend, dass er einmal zu den Großen des deutschen Films gehören würde. Er kennt das Kino, als Besucher. Und er war 2006, wir waren uns noch nicht ganz sicher, kurz vor oder nach der Deutschen Filmpreisverleihung, aber ich denke kurz vorher hier bei uns zu Gast, als wir in der Reihe Was tut sich im deutschen Film einen jungen, relativ unbekannten Regisseur vorgestellt haben, der einen Film gemacht hatte, Das Leben der Anderen. Und der Rest ist Filmgeschichte bis hin zum Oscar im darauffolgenden Jahr. Ich freue mich also, dass Sie an einen Ort zurückkehren, der Ihnen in gewisser Weise vertraut ist und der in dem Buch, über das Verena Lücken, die Feuilleton-Redakteurin der FAZ, Entschuldigung, ich komme immer noch nicht klar mit den kurzen Haaren, und eine der profiliertesten und vor allen Dingen einflussreichsten Filmkritikerinnen, die wir hier in Deutschland haben. Also wenn die beiden jetzt miteinander reden werden über Kino und was mich besonders gefreut hat, im Buch zu lesen war sozusagen, dass Florian Henkel von Donnersmarck an die lebensverändernde Kraft des Kinos glaubt. Und die Liste oder das, was Sie haben erkennen lassen, was zu Ihren Lieblingsfilmen gehört, die finde ich ganz besonders beeindruckend. Ich denke, wir werden bei Gelegenheit mal eine Reihe machen mit Lieblingsfilmen von Filmemachern, sofern sie ehrlich genug sind zu sagen, was wirklich ihre Lieblingsfilme sind. Denn da tun sich manche schwer. Viele überlegen sich dann nämlich erstmal, was sie jetzt als sozusagen kulturell bedeutsame Antwort geben könnten und gestehen mit keinem Wort, welche Filme eigentlich sie umgehauen haben im Kinosessel. Filme, die sie ein Leben lang begleitet haben, Filme, die in ihnen ungeheure Emotionen ausgelöst haben. Florian hat das im Buch sehr schön beschrieben, was seine sozusagen durchschlagenden Erlebnisse im Kino waren. Also ein Produzent, jemand, der produziert, Regie führt, über das Kino schreibt und reflektiert und dabei seine eigene Rezeption mit bedenkt. Ich denke, wir können sehr gespannt sein auf die Lesung aus dem Buch und das Gespräch. Was bedeutet der letzte Satz mit seiner eigenen Rezeption mit bedenkt? Ja, die Rezeption in dem Sinne, Sie sagen ja durchaus, filmtheoretisch ordnen Sie ja ein, aber Sie bedenken Ihre Rezeption immer mit. Was bedeutet, viele tun das nicht. Also was hat Sie berührt? Welche Momente waren für Sie die Verändernden? Wenn Sie über diese Momente oder Musik schreiben, dann spürt man ja immer ganz klar, wie Sie auch rezipiert haben, dass Sie offen waren, ob das Martin Prest-Filme sind, zu denen sich auch nicht jeder bekennt, oder jemand, der sagt, meine Güte, bei mir war die Initialzündung einmal Star Wars und dann auch noch Varieté, das ist ein Stummfilm von E.A. Dupont, in den ich da eher versehentlich in New York reingeraten bin als Kind. Aber viele würden Star Wars jetzt nicht unbedingt als den großen, auf sie wirkenden Film in der Rezeption. Man würde vielleicht erläutern, warum dieser Film wichtig war und welche Ära er begonnen hat. Aber was wirklich, wie Sie schreiben, und nach 2 Minuten war nichts mehr, wie es vorher war. Das ist einfach Rezeption, wie ich sie verstehe. Also wenn man sich selbst als
Zuschauer auch beobachtet, welche Emotionen in einem ausgelöst werden. Wie auch immer, darüber wird Verena Lücken mit Ihnen ganz bestimmt auch noch reden. Ich jedenfalls danke hier erstmal, und zwar den Co-Veranstaltern, diejenigen, die diese Veranstaltung unterstützt haben. An erster Stelle Sonja Pfandenrath, der Literaturreferentin des Kulturamts Frankfurt, und Markus Huber, der hier alles organisiert hat. Ich danke dem Literaturhaus Frankfurt, Hauke Hückstedt ist hier, dem Suhrkamp Verlag, und nicht zuletzt danke ich dem Lichter Filmfest für die Unterstützung und dem eigenen Team sowieso und wie immer. Ganz herzlichen Dank und viel Vergnügen. Vielen Dank, Frau Dillmann. Ich erkenne Sie ja noch, auch wenn Sie humpeln. Für die nette Begrüßung. Ich begrüße Sie auch. Florian Henkel von Donnersmarck habe ich schon begrüßt, mache ich das aber auch nochmal offiziell. Freue mich sehr, hier mit Ihnen zu sitzen. Ich freue mich auch. Danke, Frau Lücken. Und habe natürlich, um mich vorzubereiten, nicht nur das Buch gelesen, sondern vorhin nochmal schnell gegoogelt, was Sie so in den letzten Tagen gemacht haben, und bin insofern auch auf Ihren eindrucksvollen Haarschnitt vorbereitet gewesen. Ah ja, ich meine, der eindrucksvolle Haarschnitt ist eigentlich eher ein eindrucksvoller Nicht-Haarschnitt, aber naja, ich hatte eigentlich ein Gel, hatte meine Frau mir streng besorgt, dass ich das nach hinten gelen kann, dann war es aber so, dass das irgendwie so eine leichte allergische Reaktion bei mir hervorgerufen hat, und dann tränten mir immer die Augen, und es wirkte so, als ob ich bei den Lesungen, als ob ich so erschüttert bin über meine eigenen wunderbaren Texte, wie schön man sowas schreiben kann, und das war dann doch sehr unangenehm. Deshalb habe ich gedacht, so, jetzt mute ich einfach Frau Lücken im Sinne einer nüchternen Lesung die wilden Haare zu. Nein, das Irre ist ja, dass bis heute, wenn man Florian H. eingibt, man gar nicht weiter tippen muss und sofort springt erst ein aktuelles Bild, eben mit diesem tollen Afro, und dann sofort das Bild, das die Deutschen natürlich, wenn sie an sie denken, in der Tat vor Erschütterung und Rührung die Tränen in die Augen treibt, nämlich wie sie den Oscar halten in Los Angeles und für den tollen Film Das Leben der Anderen. Danach, das Bild kommt also auch gleich und so, also es ist alles bei Florian H. Florian H. ist da alles schon gewesen bei Google. Ja, kommen Sie und sonst niemand. Und damals war es ja so, dass alle das natürlich toll fanden, dass sie den Oscar gewonnen haben, und auch als der Film in den Kinos lief, vorher fanden auch alle den Film toll. Bis er in die Kinos kam, war das ja nicht so. Das heißt, die Berlinale wollte ihn nicht haben, deutsche Verleiher wollten ihn nicht haben und so weiter. Ich glaube, die Geschichte, bis er dann bei Buena Vista gelandet ist, eine Disney-Tochter, ist, glaube ich, bekannt. Ich will nur sagen, damals hieß es ja, sie haben den Film gedreht über die DDR. Und alle haben gesagt, 2006, wie wäre es denn mit dem Film über Deutschland? Und dann haben sie in einem Interview gesagt, ja, könnte ich drüber nachdenken. Und dann sind sie aber nach Hollywood gegangen. Wie meinen Sie, worüber könnte ich nachdenken? Über Deutschland heute. Ah ja, also gut, nach Hollywood gegangen, ich meine. Oder gerufen worden. Nein, auch nicht gerufen worden. Ich meine, die Sache ist die, mir war immer schon klar, dass ich, ich war schon einmal in Hollywood gewesen, und zwar war das im Jahr 2000. Da hatte ich einen Kurzfilm, den ersten Kurzfilm, den ich an der Filmschule gedreht hatte, den ich dann aber erst 99 fertiggestellt hatte. Das war ein kurzer 4-Minuten-Film, wo die Auflage war, dass kein Wort Dialog stattfinden darf. Dobermann hieß der. Ich habe einen Film gemacht über einfach nur einen Mann, der 4 Minuten lang von einem Hund verfolgt wird. Dann war es so, dass der Film traf irgendwie einen Nerv. Und ich meine, obwohl es eigentlich ein kleiner, wirklich völlig unspektakulärer Film war, wenn ich mir den heute anschaue, denke ich mir, es kann nicht sein, dass ich darauf damals so stolz war. Aber es war so, dass der war halt in 3 Tagen gedreht als erste Filmübung dort und gewann aber verschiedene Preise und war damals irgendwie in dieser Kurzfilmwelt. Das ist ja eine ganz eigene Welt. Kurzfilme sind ja eigentlich eine furchtbare Zeitverschwendung, weil die einzigen Leute, die sich Kurzfilme anschauen, sind andere Kurzfilmemacher. Gut, und Sie, Frau Dillmann. verbrachte man da viel Zeit auf Festivals, aber wobei es einem natürlich nützt, ist, wenn man einen Kurzfilmpreis gewinnt,
dann können sich daraus interessante Sachen ergeben. Und ein Preis, den ich gewonnen habe, war für einen Wettbewerb am Filmfest München. Da hieß der Shocking Shorts Award. Und der Shocking Shorts Award war also ein, das war so für Kurzfilme aus dem Genre Horror Action, in das ich das dann einfach, dass wir das dann eingeordnet haben. Und der Preis war, sie drehen einen Film für die Universal Studios in Los Angeles. Ich gewann diesen Preis und dachte also, toll, Soderbergh, zieh dich warm an. Der war damals der heiße Regisseur. Kam dort aber an, ich meine, es war schon sehr interessant. Ich war dort auf dem Universal-Gelände, gibt es ein Sheraton-Hotel, da war ich untergebracht, kam mir schon ziemlich wichtig vor. Dann sagte ich irgendwie, ja, gut, wurden mir all die Abteilungen gezeigt und so weiter. Und dann sagte ich, gut, jetzt wollte ich mal sprechen über die Ideen für die Filme, die ich habe. Dann sagte ich, ja, dafür gibt es eine besondere Abteilung, Universal Home Entertainment. Und ich wusste gar nicht, was das bedeutete. Und das war halt deren Direct-to-Video-Abteilung. Und ich erinnere mich noch genau, da wurde ich da reinberufen, das war wirklich ein ernüchterndes Erlebnis. Die Frau, und da saß also die Chefin von dieser Abteilung, Margie Bertram, und sagte und besetzte, während ich, also rief mich rein so ins Büro und sie telefonierte da gerade und besetzte die Hauptrolle für einen ihrer Filme um, ohne überhaupt mit dem Regisseur zu sprechen, ja. Also das war ihr aber auch ganz recht, dass ich das höre. Und dann sagte sie, ja, okay, gut, wir haben uns ihren Kurzfilm angeschaut. Sie sind ja offensichtlich gut mit Hunden. Wir haben jetzt mein Partner mit der kalten Schnauze Teil 4 Direct-to-Video. Das könnten Sie machen, können Sie in 3 Wochen anfangen. Beethoven, der Bernardiner-Hund, Teil 7, auch... Und dann sagte ich, naja, Hunde und so. Ach so, nee, noch was anderes. Also wir haben ja auch einen Film Raketenwürmer Teil 4. Ja. Und dann war ich also schon ein bisschen ernüchtert. Und dann sagte sie mir noch, erinnere ich mich, was haben Sie, sagte sie, ja, schauen Sie sich aber erstmal unsere Filme an, damit Sie sich keine Illusionen machen. Ja. Was wollen Sie, VHS oder DVD? Bei uns hatte 99 noch... Niemand hatte DVD, aber ich sagte natürlich, um zu bluffen, DVD natürlich, kaufte mir dann meinen ersten DVD-Player. Die Filme waren alle furchtbar. Und dann sprach ich mit einem Freund, der bei ICM, einer großen Agentur, arbeitete. Wir hatten zusammen eine Lehre eben bei Richard Attenborough gemacht, dem Regisseur. Und er leitete die Fernsehfirma dann später von Quentin Tarantino. Und der sagte, Florian, der Einstieg als Kurzfilmemacher in Hollywood, das funktioniert nicht. Ja? Und sagte so, Make a Run, Lola, Run, das war damals gerade der ganz heiße deutsche Film, ja. And then come back, ja. Okay. Und das fand ich so eine wahnsinnig vermessene Aussage, irgendwie so Make a Run, Lola, Run, als ob man einfach mal so einen Run, Lola, Run macht, ja. Aber ich erinnerte mich, das erinnerte mich irgendwie an so einen Satz aus Nixon von Oliver Stone, wo als er das erste Mal so scheitert bei seiner Präsidentschaftskandidatur, sagt ihm, irgendjemand sagt ja so, go to Wall Street, make a couple of million and then come back. Ja? Und ich fand das auch damals schon so bizarr, dass man sozusagen so ist. Und dann habe ich also gedacht, okay, das mache ich jetzt. Ja? Und ging dann zurück, pitchte dem Produzenten Peter Rommel das Leben der anderen. Und ich meine, ich wusste nicht, dass es dann ein langer Weg sein würde, der noch, ja, 5-6 Jahre dauern würde, das war absurd. Aber gut, dann war es so, als wir den Film dann rausbrachten und der halt zu den unterschiedlichen Verleihern ging, sagte ich denen nur immer in dem jeweiligen Land, sagte ich denen, ich will erst dann von Besucherzahlen hören, wenn wir sozusagen höher liegen als Lola rennt. Ja. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so das muss das Ziel sein und habe auch den Film promoted sozusagen wie verrückt, weil ich diesen Satz noch im Kopf hatte, dass man sozusagen so ein Eintrittsticket gewissermaßen dann in Hollywood braucht. Und es macht halt, Hollywood macht keinen Spaß, wenn man da nicht mit den Leuten zu tun hat, die interessant sind und tolle Sachen machen und deren Arbeit man bewundert. Und das ist halt, und das wurde dann halt, sagen wir mal, durch die Annahme von das Leben der anderen dort möglich. Und das führte dazu, dass ich eben nach Los Angeles ging. Aber also es ist sozusagen nicht so, dass ich jetzt das Kapitel Deutschland hinter mir gelassen habe. Ich habe mein ganzes Leben lang immer in unterschiedlichen Ländern und Orten gewohnt, früher bedingt durch den Beruf meines Vaters. Wir sind immer wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Ich habe das auch immer sozusagen so dargestellt. Also sagen wir mal, der große deutsche Film kommt vielleicht noch. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Denn... ich wollte jetzt eigentlich in meiner Einführung, bevor Sie uns dann endlich die ersten Sätze aus Ihrem Buch vorlesen,
das Ihren Lebenslauf halt kurz noch weiter hier zur Kenntnis bringen. Sie haben dann in Hollywood eben The Tourist gedreht mit den allergrößten Stars, die Hollywood zu bieten hat, Angelina Jolie und Johnny Depp. Zur großen, also ich fand die Aufnahme sowohl in Amerika als auch hier außerordentlich bösartig. Da müssen wir vielleicht jetzt auch gar nicht mehr drüber sprechen. Unbedingt mich interessiert vielmehr später dann, dass Sie mir noch was über die Entstehung und die Arbeit mit den Schauspielern im Gegensatz zu deutschen Schauspielern und so kommen wir noch drauf, weil Sie was über Schauspieler uns auch vorlesen. Das interessiert mich viel mehr jetzt als die kritische Aufnahme. Und als Sie eben jetzt kommen, Sie nach Deutschland zurück zum ersten Mal, soweit ich das jedenfalls wahrnehme. Sie waren in der Zwischenzeit sicher häufiger hier, aber so in der Öffentlichkeit und kommen eben mit einem Buch. Und das finde ich ganz großartig, vor allen Dingen, weil es eben Kino heißt mit einem riesigen Ausrufungszeichen dahinter. Das heißt schon, der Titel ist eigentlich so ein Statement für etwas, womit es in Deutschland ja immer doch auch wieder schwierig ist, nämlich dem Kino, das so mit großem Gefühl, Sie haben auch das Titelbild hier, das ist Jonathan Demme, Last Embrace, glaube ich, gell? Also ne, dramatisch, Spektakel, laute Musik, große Gefühle. Und das ist das Kino, mit dem Sie hier sozusagen zurückkommen nach Deutschland. Das finde ich ganz großartig. Und freue mich jetzt, wenn Sie uns als erstes. Wir machen es so. Wir machen jetzt verschiedene Leseblöcke. Zwischendurch unterhalten wir uns immer ein bisschen. Und der erste Leseblock, die Abschnitte sind nicht besonders lang. Und jetzt lesen Sie drei Sachen. Und danach reden wir weiter. Okay, gut. Mache ich. Das ist gar nicht meine Ansage. Das klang jetzt hier so autoritär. Nein, so ist es gar nicht. Nein, so ist es gar nicht. Und es fängt auch damit an, eben mit dem, was Frau Dillmann vorhin schon gesagt hat, nämlich dem ersten Kinoerlebnis in Varieté. Varieté. Als ich ungefähr 4 Jahre alt war und mein Bruder 5, befand mein Vater, es sei jetzt an der Zeit, einmal mit uns ins Kino zu gehen. Er schaute ins Monatsprogramm des Museum of Modern Art, wir lebten damals in New York, und fand eine Vorführung von Dr. Doolittle und seine Tiere, einem stummen Scherenschnittfilm von Lotte Reininger aus dem Jahr 1928, den mein Vater aus seiner Kindheit kannte und liebte. Vielleicht hatte er sich in der Zeile geirrt, vielleicht hatte der Vorführer nach der falschen Dose gegriffen. Auf jeden Fall war das, was gebracht wurde, zwar auch ein deutscher Stummfilm aus den 20er Jahren, aber nicht die berühmte Geschichte des liebenswerten Tierarztes, sondern ein Mord-, Eifersuchts- und Erotikdrama im Artistenmilieu, dessen Bilder mir bis heute ins Gedächtnis gebrannt sind. Denn mein Vater blieb bis zum Ende mit uns sitzen. Er hatte seine $5 gezahlt und wollte dafür auch unterhalten werden. So verfolgten mein Bruder und ich voller Staunen die eindringlichen, teils dokumentarisch realistischen, teils traumartig expressionistischen Aufnahmen von Liebe, Blut und nackten Körpern. Ein vom Schicksal gezeichneter, ergrauter Mann, Gefangener Nummer 28, wie man auf seinem Rücken lesen kann, wird in Ketten durch lange Zellengänge zum Büro des Gefängnisdirektors geführt. Dort beginnt er zögerlich, seine Geschichte zu erzählen. Und wir springen ein Jahrzehnt zurück, sehen ihn, Huller, als jungen Familienvater, der eine schmierige Jahrmarktschaubude für erotische Akrobatik betreibt. Ein mysteriöses Mädchen, Bertha Marie, tritt der Truppe bei. Huller verliebt sich in sie, verlässt Frau und Kind und flieht mit ihr nach Berlin. Dort wird das neue Paar vom großen Artinelli, dem Star-Trapezkünstler des eleganten Wintergarten-Varietés, entdeckt. Schon bald treten sie zu dritt auf und werden zur Sensation. Im Trubel des Erfolgs lässt sich Berta Marie von Artinelli verführen, was Huller aber erfährt. In erschreckend realistischen Sequenzen träumt er davon, Artinelli beim Salto Mortale fallen zu lassen. Doch als sich die Chance wirklich ergibt, bringt er es nicht übers Herz und fängt ihn doch auf. Stattdessen wartet er in der Umkleidekabine auf den Rivalen. Der fleht um sein Leben, als er den tödlichen Hass in Hullers Augen sieht, zieht dann aber plötzlich ein Messer, um Huller zu erstechen. Im Gemenge wird es jedoch Artinelli sein, der das Leben verliert, während Huller sich der Polizei ergibt. Hier kehren wir zum Büro des Gefängnisdirektors zurück, der zu Tränen gerührt ist von Hullers Schilderungen und ihn begnadigt. In der letzten Einstellung, gefilmt aus dem Inneren des Gefängnishofs, sieht man, wie das Tor sich öffnet und Huller in die Freiheit und ins Licht tritt. Das war also Kino, dachte ich mir.
Das gefiel mir besser als Literatur, denn das waren zu dem Zeitpunkt für mich die kleine Raupe Nimmersatt und Baba auf Reisen. Es wird mir wahrscheinlich nur schwer jemand glauben können, aber hier überlegte ich mir zum ersten Mal, Filmemacher zu werden. Das Einzige, was mir lange Sorgen machte, war, ob ich mich wohl daran erinnert hätte, am Ende des Films zu der Rahmenhandlung zurückzukehren. Ein Regisseur muss doch ein sehr konzentrierter Mensch sein, um so etwas nicht zu vergessen, dachte ich mir. Irgendwann verwarf ich diese Sorge dann als lachhaft, nur um jetzt wieder zu wissen, dass es tatsächlich um genau solche Dinge geht. Und ich habe diesen Film seitdem nie wieder gesehen, obwohl er jetzt gerade bei der Berlinale in restaurierter Kopie wohl in neuer Pracht irgendwie zu sehen war. Aber ich habe einfach im Filmlexikon nachgeschlagen, wie die jeweiligen Figuren hießen, konnte mir aber wirklich den Film Szene für Szene noch zusammenstückeln, weil sich einfach sowas Verbotenes, Gefährliches so extrem einprägt. Ja. Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Dr. Doolittle gelaufen wäre? Das ja. habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe. Ich finde es auch erstaunlich für einen Vierjährigen, ehrlich gesagt, dass naja, alles so... Ja, wir hatten vorher schon mal, wir waren schon einmal ansatzweise sozusagen im Kino davor. Das war nämlich, hatte meine Mutter uns in das Dschungelbuch gebracht, damals eben ein sehr beliebter Kinderfilm. Und nach, ich weiß nicht, 20 Minuten oder sowas, sagt sie, hätte ich dann gesagt... das ist doch alles Petersilie und hätte mich auf den Boden gelegt und geschlafen. Also insofern, mich haben tatsächlich so diese Kinderfilme nie wirklich fasziniert. Ja? Das war so, ich fand immer, Kino war für mich immer die Möglichkeit, etwas zu sehen, was man einfach sonst nicht zu sehen bekommt. Also eigentlich so diese, das war halt so toll, in diesem Varieté plötzlich die Sachen, über die Eltern sonst nur unter vorgehaltener Hand oder flüsternd irgendwie sprachen, erlebte man jetzt live echt auf der Leinwand, das war schon toll. Und dieses Verbotene, Gefährliche, das ist für mich eigentlich immer schon der Reiz. Ja. Und das mit dem Vater neben sich, das ist doch ganz erstaunlich. Oder? Ja, ich meine, hier sind ein paar meiner Verwandten, die kennen meinen Vater und wissen, dass das so genauso denkbar ist. Also mein Vater ging immer davon aus, ein Mensch, also sowas wie Trauma oder Verletzungen oder sozusagen Empfindlichkeiten, das gibt es gar nicht, das ist alles Albernheit. Insofern war das für ihn, sagen wir mal, ja, ich bin sicher, hat er von meiner Mutter furchtbaren Ärger bekommen danach, aber irgendwie war es ja dann auch nichts Schlechtes. Ein paar andere Kinoerlebnisse, so, ich weiß nicht, ein Jahr später oder so, gingen wir dann, ich weiß, war meine Mutter im Krankenhaus, mein Vater musste uns irgendwie unterhalten und mein Bruder sah das riesige Plakat für, ich glaube, es war der Weiße Hai Teil 2, der gerade rausgekommen war, und sagte immer, den Film will ich sehen, sagt er halt, konnte noch gar nicht den Namen, Titel des Films lesen und sagte mein Vater, okay, komm, dann schauen wir uns den an. Ich kann seitdem nicht ins Meer. Ja? Und es war noch nicht mal, der Weiße Hai Teil 1, also es war noch nicht mal kinomäßig irgendwie wertvoll, sondern es war der zweite Teil, also wirklich nur Meervergraulung und kein künstlerischer Genuss. Hatte mein Bruder, war dann irgendwann, also James Bond Filme, und dann sind wir viel in so James Bond Filme gegangen und Action war dann also für ihn so das große Stichwort, und dann suchte auch mein Vater für uns einmal raus einen Dirty Harry Film, da war ich acht vielleicht, ja, und dann sahen wir da irgendwie Dirty Harry, der hat mir nicht gefallen, das war irgendeine Geschichte von einer Frau, die vergewaltigt wird und jetzt die ganzen Männer aufsucht, die sie als Bande vergewaltigt hat und ihnen zwischen die Beine schießt und sie erstmal so verbluten lässt, also schon ganz schön gewalttätiges Zeug, ja, aber ich meine, das war halt so, wenn man irgendwie, ich glaube, wenn man irgendwie mit den Schrecken des Krieges oder so aufgewachsen ist in dem Alter, dann herrscht doch so ein bisschen die Philosophie, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Also deshalb hatte ich schon einige recht ein bisschen traumatische Kinoerweckungserlebnisse. Ja? Das war jetzt nicht so sachte wie das, was wir bei unseren Kindern versuchen. Finding Nemo. Genau. Ja. Okay. Genau, ja. Dann lesen Sie uns das nächste Stück vor. Darin geht es ja auch um Action, aber ein bisschen andere Art von Action. Der Trailer als Vorurteil. Ende der 80er vollzog sich auch im Kino eine große Wende. Ron Howard morphte 1988 in Willow eine Ziege digital zu einem Strauß, zu einer Schildkröte, einem Tiger und schließlich einem Menschen. Und James Cameron bot uns 1989 in Abyss die erste nahtlose Einbindung von digitalen Wesen in den Realfilm. Die großen Studios wurden von Firmen wie Panasonic, Sony, Coca-Cola und Seagram aufgekauft, deren Machtstellung sehr stark in ihrem Marketingkönnen begründet ist.
Die klar kalkulierbaren Projekte fingen an, das Kino zu dominieren. Von Anfang der Filmgeschichte bis zum Jahr 1989 wurden ganze 10 Superheldenfilme gedreht. Von 1990 bis heute über 100. Die Zeit der großen Intellectual Properties, der Marken und Franchises begann. Es ging vorrangig um Bekanntheit und darum, wie man einen Film in einem Trailer verkaufen kann. Unter Einbringung des Maximums an Digitaltechnologie wurden die bekanntesten Romane ins Kino gebracht, Harry Potter, der Herr der Ringe, die bekanntesten Fernsehserien, Mission Impossible, Drei Engel für Charlie, die bekanntesten Themenfahrten in Freizeitparks, Fluch der Karibik, Spielzeuge, Transformers und sogar Brettspiele, Battleship, Schiffe versenken. Alles, was sich bereits in den Köpfen der potenziellen Zuschauer festgesetzt hatte und sich daher nach einem zuverlässigen Schema vermarkten und in eine Vorschau verpacken ließ, wurde und wird gemacht, am besten mehrmals. Wenn aber doch ein Film daherkommt, der anders ist, wie etwa James L. Brooks' Spanglish, eine herbe Satire auf die kalifornische Oberschicht, dann kann es geschehen, dass das Studio ihn schon aus Gewohnheit als gänzlich marktkonforme, warmherzige Slapstick-Komödie bewerben wird. Und dadurch vielen Zuschauern entgeht, dass hier jemand einen neuen Weg beschritten hat. Wenn es einem Gabor Chupo gelingt, einen Kinderfilm wie Brücke nach Terabithia zu inszenieren, ein fest in der Wirklichkeit verankertes Werk über Tod, Schuld und Einsamkeit, dann wird uns der Trailer vielleicht trotzdem eine Standard-Abenteuer-Story über zwei kleine Freunde erzählen, die eine Welt aus digital animierten Fabelwesen entdecken. Nur sehr erleuchtete Kinogänger können sich beim Schauen eines Films von dem freimachen, was ihnen vor dem Kartenkauf versprochen wurde. Wenn etwa eine Komödie angekündigt war und der Film eher ernst ist, mit einer handelsüblichen Dosis Witz, ist er dennoch als Komödie misslungen. Und wenn er als Komödie unter die Leute gebracht wurde, ist er in gewisser Hinsicht als gesamter Film misslungen. Seltsamerweise bestimmt hier die Definition das Wesen, weil das Werk erst in der Rezeption entsteht und die Rezeption von einer Erwartung beeinflusst ist, die von der Definition geformt wird. Es sind folglich, solange die Menschen nicht gelernt haben, sich gegen ihren Einfluss zu wehren, die Marketingmaßnahmen Teil des Werks, weil sie das Vorurteil bilden, durch welches das Werk gedeutet wird. Trailer, Plakat und Standfotos sind die Tür, durch die man in das Haus tritt. Wenn an der Eingang ein Bordell verspricht, könnte dahinter ein englischer Herrenclub sein. Wir würden in Lord Grantham einen Zuhälter sehen. Ich habe es mir daher zur Regel gemacht, möglichst gar keine Trailer mehr zu schauen. Habe sogar schon im Kino in den Popcorn-Eimer geblickt und mir die Ohren zugehalten, wenn die Vorschau für einen Film begann, der mich besonders interessierte. Denn ich will den Film mit den Augen der Filmemacher sehen, nicht mit denen der Verkäufer. Auch wenn zugegebenermaßen manchmal die Verkäufer besser sind als wir Filmemacher. Ja. Das habe ich... Diese Geschichte, ich meine, ich habe das leidvoll am eigenen Leib erlebt, ja, diese Sache bei dem von Ihnen vorhin angesprochenen The Tourist. Da, als wir mit den Dreharbeiten fertig waren, schickte Sony das Material an und unseren Rohschnitt an 5 unterschiedliche Trailer-Produktionsfirmen und mit der Aufforderung halt erstmal so, was ist der beste Trailer, den ihr daraus machen könnt. Und ich fand das auch ganz spannend, das mal zu sehen. Und es kamen 5 Trailer zurück. 3 davon waren ziemlich gut, fand ich. Einer war fantastisch. Das war, der fing irgendwie genau das an, was wir da machen wollten. Diese bestimmte, so streng choreografierte Alien-Schönheit von Angelina Jolie zu präsentieren und diesen ganz stillen, etwas schrägen Humor von Johnny Depp und die Schönheit von Venedig und Paris. Das fing ja genau an und sozusagen diese Geschichte, sozusagen so, es war perfekt. Und wir waren alle begeistert, auch das Studio war begeistert, rief schon bei dem Trailer Cutter an und sagte ihm, also wirklich fabelhaft, was sie da gemacht haben. Wir hätten eigentlich nur noch ein paar kleine Vorschläge. Die 3 waren auch ganz gut, ungefähr in dem Geiste. Ja, und einer, den fanden wir sehr lustig, weil er den Film vollkommen als Actionfilm präsentierte. Ja. Und wir hatten, also auf die ganze Drehzeit gesehen, hatten wir, glaube ich, 3 oder waren es 4 so halbe Action-Drehtage, ja, wo eben ein Boot bei sozusagen maximal zulässiger Geschwindigkeit mit unter Aufsicht von 14 venezianischen Polizisten abgeschleppt wurde, ja, Mai. Jetzt war es aber so, dass dieser, ich meine, man kann ja letztlich aus einem Film alles belegen. Man hätte das Leben der anderen als Komödie präsentieren können, weil natürlich auf 2 Stunden gesehen, auch in einem ernsten Film, sind, sagen wir mal, 2 Minuten und 20 Sekunden Witze gibt's schon, ja. Man kann, sagen wir mal, auch einen Komödienfilm als ganz ernsten Film präsentieren. Es gibt ja im Internet diese sehr witzigen Zusammenschnitte, die das belegen, obwohl die gar nicht das Originalmaterial haben. Da gibt es einen Trailer, der The Shining als so
Family Comedy präsentiert. Ja, das ist, ihr müsst es nicht mal anschauen, das ist sehr witzig. Und eins, was Mary Poppins als Horrorfilm, sozusagen diese Frau, die auf dem Regenschirm reinkommt und alles verhext, ja. Das ist sehr, sehr cool. Man kann alles belegen. Dieser Film belegt also den Actionfilm. Es gibt Mr. und Mrs. Smith und jetzt gibt's The Tourist, ja. Und wir alle fanden das witzig, lächerlich. Wir haben es sozusagen irgendwie gegenseitig zugeschickt, komisch, dass die Leute darauf kommen können. Dann kam die Marketingabteilung vom Studio und präsentierte das halt einem ja, zufällig ausgewählten Publikum in einem Shoppingcenter in Pasadena. Die fanden halt, ja, das ist der Film, den wir am ehesten sehen wollen. Ja? Und dann sagte das Studio, okay, nehmen wir den. Dann sagte ich, naja, klar, ich meine, ist der Action-Trailer der beliebteste, weil es gibt halt sehr viele Leute, die sehen lieber einen schlechten Actionfilm als, sagen wir mal, den besten irgendwie andersartigen Film. Trotzdem wird man ja nicht jeden als solches präsentieren. Wir sagen, nein, uns geht es einfach nur darum, das Maximum an Besuchern am ersten Wochenende, dann spricht sich herum. Und ich halte das für die, dann kam der Film raus und da konnte man, der Trailer, da konnte man gar nichts machen. Ich kenne nur einen Regisseur, der es geschafft hat, dass, sagen wir mal, in seinen Verträgen steht, dass er seine eigenen Trailer machen kann. Das ist David Fincher. Und diese Trailer sind deshalb auch wirklich toll. Die sind toll. Und geben genau den Film wieder, weil man natürlich als Regisseur auch weiß, wie man einen Film, seinen eigenen Film präsentiert und was die Tonart ist von dem Film. Jedes Mal, wenn dann ein Fincher-Film nicht läuft, heißt es, ja klar, ich meine, mit dem Trailer, mit den Materialien. Und deshalb wehren sie sich dagegen, das je wieder bei irgendjemandem zuzulassen. Und ich finde das, schade. Also insofern sollten wir, glaube ich, alle lernen, uns gegen diese Trailer zu wehren. Weil ich kenne das von mir selber. Ich kann die Filme dann nicht mehr anders sehen. Es ist ganz klassisch ein Vorurteil, was man eben sozusagen gereicht bekommt. Und eigentlich ist ja das Allerwichtigste bei jeder Form von Kunstgenuss, vorurteilsfrei an das Ganze heranzugehen. Mhm. Es hatte dann sogar noch andere Sachen. Wir hatten dann, zum Beispiel war es dann so, dann habe ich denen gesagt, also das wird ja auch, ich meine, der Presse wird das auffallen, ja, weil die wird ja überschreiben und dann haben sie gesagt, nein, wir haben uns jetzt bei dem Film eine neue Strategie ausgedacht, wir zeigen ihn einfach nicht der Presse, bis er rauskommt, ja. Und dass das natürlich eigentlich, dann war es, dass das eigentlich bedeutet so, ich weiß nicht, wir zeigen den Film aus anderen Gründen der Presse nicht, ja, ist der Presse ja nicht klar. Und die geht dann also gewissermaßen mit einem doppelten Vorurteil an das Ganze ran, ja. Also das sind, sagen wir mal, alles Mechanismen, von denen wir uns alle komplett frei machen müssen, ja. Aber gut, wahrscheinlich ist das eine illusorische Hoffnung, aber. Die Presse denkt natürlich, wenn sie den Film nicht kriegt, heißt es, irgendwas ist faul und ja, dass die Zuschauer auf keinen Fall darauf vorbereitet werden sollen, sondern selber sehen. Mir geht es mit Trailern eigentlich umgekehrt. Ich finde, ich gucke wahnsinnig gerne Trailer, freue mich immer, wenn ich in Amerika bin, weil da gibt es immer noch viel mehr Trailer im Kino als hier. Die Barbarin. Und absolute, die Barbarin, Frau Lücken. Und ich finde es deswegen so toll, weil ich so gar nichts über die Filme erfahre, sondern ich kriege viel Peng-Peng und Verfolgungsjagden und wahnsinnig schnelle Schnittsequenzen und so weiter. Und ich weiß hinterher überhaupt nichts über die Filme. Habe aber irgendwie 10 tolle Minuten gehabt vor einem Film, dessen Trailer ich vermutlich auch mal irgendwann gesehen habe, von dem ich aber daraus gar nichts erfahren habe. Und deswegen jetzt völlig auf. Also ich sehe das eher umgekehrt. Ja? Ich verstehe. Verstehen Sie, was ich meine? Okay, das nur als Fußnote. Im Labyrinth des Minotaurus. Execution dependent. Ein Wort, das meist hinter verschlossenen Türen gesprochen wird von Studiobossen, die darüber entscheiden, ob ein Stoff verfilmt werden soll oder nicht. Execution dependent bedeutet, dass es, Gott bewahre, von der Qualität der Umsetzung abhängt, ob der Film an der Kinokasse erfolgreich sein wird oder nicht. Execution dependent. Der Begriff ist inzwischen eines der mächtigsten Argumente gegen das Greenlight für ein interessantes Drehbuch. Der Erfolg eines Films soll nicht von etwas so Peripherem wie der Regieleistung abhängen. Superheldenfilme sind nicht execution-dependent und daher sehr beliebt. Sogar wenn Ang Lee, der Regisseur von Brokeback Mountain aus Hulk 2003, einen langsamen, recht anstrengenden Kunstfilm macht, er wird seine $245 Millionen einspielen
Und wenn einige Jahre später ein anständiger Werberegisseur aus Frankreich das Ganze mit geringeren Ambitionen nochmals verfilmt, der unglaubliche Hulk 2008, wird dieser Film inflationsbereinigt praktisch das gleiche einspielen, 263 Millionen. Wer wutgeschwollene grüne Muskelmonster auf der Leinwand braucht, der kauft eine Kinokarte, ganz gleich, wer auf dem Regiestuhl saß. Wenn Catherine Hardwick mit Bis zum Morgengrauen 2008 einen perfekt besetzten, sensiblen Film über die Innenwelt von Teenagern hinlegt, dann ist das eigentlich für alle erfreulich. Doch hat sie damit an der Erschaffung eines geistigen Eigentums teilgenommen, das plötzlich nicht mehr execution-dependent ist. Der zweite, dritte, vierte und fünfte Teil wird erfolgreich werden, egal wer ihn inszeniert. Und so entlässt das Studio Catherine Hardwick und übergibt Bis zur Mittagsstunde 2009 einem gefügigeren Regisseur. Wenn ich Filme, die ich für bedeutend halte, von meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, etwa Fanny und Alexander, Drei Farben Rot, Das Fest, Lola Rent, Ikiru, Belle de Jour, Jerry Maguire, Blue Velvet, der talentierte Mr. Ripley, dann wird mir klar, dass sie vielleicht nur eine Sache gemeinsam haben. Das enorme Risiko, das der Regisseur dabei trägt. Die Möglichkeit, dass der Film auch unendlich schlecht und peinlich hätte werden können, wenn nur ein paar kleine Regieentscheidungen anders ausgefallen wären. Die Filme sind in extremem Maße execution-dependent. Sie fliegen so hoch, weil Flughöhe identisch ist mit Fallhöhe. Der Film, der oft als der schlechteste aller Zeiten gehandelt wird, Martin Brest's Gilly, enthält eine Szene, in der Jennifer Lopez als hochgebildete lesbische Kleinkriminelle dem einfältigen Ganoven Ben Affleck erklärt, warum die Vagina dem Penis überlegen ist. Die Szene ist so schlimm, wie man es sich nur vorstellen kann. Jennifer Lopez kämpft in puerto-ricanischem Bronx-Dialekt mit Sätzen wie "There is no place nowhere that has been the object of more ambitions, more battles than the sweet sacred mystery between a woman's legs that I am proud to call my pussy." Und Ben Affleck schluckt schwer in Libido-Wallung. Aber so schmerzhaft sie auch sein mag, diese Szene ist aus der gleichen Genialität gestrickt wie die Tango-Szene in Der Duft der Frauen, eine der großartigsten und einflussreichsten Einzelszenen der Filmgeschichte, vom selben Regisseur. Der Film als Ganzes trägt dieselbe mutige Handschrift wie Rendezvous mit Joe Black, Midnight Run und Beverly Hills Cop. Alle von Martin Brest und alle auf meiner persönlichen Liste der besten Filme aller Zeiten. Ich schaue mir einen vermeintlich misslungenen Gilly 100-mal lieber an als einen noch so gefeierten Hulk. Ich stürze lieber mit Icarus nach hohem Flug, als dass ich im Labyrinth des Minotaurus gefangen bleibe. Ja. Toll. Danke. Obwohl, also ich bin jetzt kommt's, die Filmkritikerin. Ich finde es toll zu sagen, ich bin beeinflusst von Kieślowski, Bergman, Brest, Cameron Crowe, wen haben Sie noch? Winterberg, Tückwer. Und denkt, wie geht das? Also wie kann das, wäre ja, wenn ein Schriftsteller sagen würde, ich bin beeinflusst von Goethe und Nabokov oder so. Wie? Ja, das was bedeutet das für Sie, wenn Sie sagen, vom Einfluss? Letztlich bedeutet es, ich meine, ich versuche wirklich, wenn ich irgendwas mache, mit mir selber völlig ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass man sonst überhaupt keine Chance hat, etwas wirklich Überzeugendes hinzulegen, ja, langfristig. Und ich glaube, dass man, dass, sagen wir mal, diese Kategorisierung letztlich mehr mit Vorurteil zu tun haben. Ja, dass man irgendwie die Gefühle hat, es gibt bestimmte Schubladen, in der gehört einer rein, in der gehört ein anderer rein. Ich meine, mich kann, ich weiß nicht, der Weg von Herbert Grönemeyer genauso berühren wie irgendwie ein schönes Schubert-Lied. Wissen Sie, das ist, und das ist auch gar nicht jetzt auf einer anderen Ebene oder irgend sowas. Nein. Es ist genau gleich tief, ja. Und ich bin da nicht so ein Label-Snob. Ja? Ich verstehe auch manchmal nicht, warum etwas als Operette bezeichnet wird, sagen wir mal, und nicht eine Oper sein soll. Und das ist einfach etwas, ich glaube, dass dieses Denken in Schablonen, ja, uns davor bewahrt, manchmal wirklich künstlerische Qualität zu sehen. Und ich glaube, dass manche Leute da überhaupt nicht, manche Regisseure aus dieser Falle überhaupt nicht herauskommen. Tony Scott zum Beispiel, ja, wenn man den mal sieht, ich halte Tony Scott für einen der ganz großen Schauspielregisseure, ja, und dadurch, dass aber sein erster Film, mit dem er, oder sein erster großer Film, mit dem er bekannt war, war halt zufällig Top Gun, und sagen wir, er ist jetzt nicht ein Mensch, der von, sagen wir, großer klassischer Bildung kommt, ja,
Und dadurch wurde er halt einfach nur so als, ja, als Michael Bay gesehen, so ungefähr. Ja, was er aber, also war für Leute in genau der gleichen Kategorie. Und ich halte das für falsch. Und ich glaube, dass, sagen wir mal, das sicherlich mit dazu beigetragen hat, zu dieser Depression, wegen der er sich vor ein paar Jahren jetzt das Leben genommen hat. Ich glaube, dass es so ist, dass das Wichtige ist, einfach genau hinzuschauen, was ist da? Und wenn man sich, und wo bringt ein Kunstwerk, egal welcher Art, etwas in einem zum Klingen? Ja, also was Tony Scott angeht, bin ich absolut Ihrer Meinung. Sie haben ja auch später noch in einem anderen... Aber haben Sie es je geschrieben? Über Tony Scott? Haben Sie ihm je in der FAZ die Ehre gemacht, sagen wir mal, ihn als einen großen Regisseur, der er war, darzustellen? Haben wir, na gut, als er starb, haben wir gut, das natürlich. Genau, als er starb. Ja, ja, nein, nein. Nein, aber, ich weiß gar nicht, ich habe keinen Tony Scott-Film, also zu der Zeit, zu der ich geschrieben habe, kam gar kein Tony Scott-Film in die Kinos. Also True Romance, den ich übrigens, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, jetzt mir nochmal angeguckt habe und vollständig mit Ihnen übereinstimme, das ist Freut wirklich mich. Einer der eine der großen Liebesgeschichten des Kinos. Er ist so fantastisch. Freut mich. Wollte ich mich vorhin eigentlich noch bei Ihnen bedanken. Ja, nee, danke, finde ich toll, dass Sie das nochmal anschauen. Und ich weiß gar nicht, was hat er denn, was waren denn die letzten Filme von Tony Scott? Ich glaube, sein letzter war Unstoppable. Das war so ein Film über einen Runaway Train. Ja. Ich meine, er hat schon eigentlich, ich meine, ein Film, den er davor gemacht hat, den ich ganz toll fand, der völlig untergegangen ist, sagen wir mal, und gar nirgends noch nicht mal besprochen wurde, war Déjà-vu mit Denzel Washington. Also doch, den habe ich sogar besprochen. Ja. das war zum Beispiel auch da staunt man, sagen wir mal, diese. Also man sieht ja, sagen wir mal, wenn man sich einen Film wie Inception anschaut, sieht man, wie wahnsinnig schwer es ist, so technische Dialoge irgendwie so rüberzubringen, dass der Film nicht künstlerisch irgendwie sozusagen voll zum vollen Halt kommt. Stoppable. Ja, und Tony Scott schafft das. Ich meine, steht man davor und staunt einfach nur, wie jemand sowas inszenieren kann. Diese Leichtigkeit, diese kontinuierliche Vorwärtsbewegung. Also das ist und Martin Brest zum Beispiel. Ja, ich meine, Martin Brest wurde für Gigli, statt dass sich mal jemand erkundigt, was waren eigentlich genau die Umstände, die dazu geführt haben, dass der Film sozusagen so wurde. Ja, was sagen wir mal, was ist vielleicht wirklich an diesem Film im Ansatz irgendwie bedeutend? Wurde er dafür derart zerstört, ja, dass, wissen Sie, wenn so extrem hämische Kritik kommt, ist es wahnsinnig schwer für einen Film noch so wahrgenommen zu werden. Da sind schon rührende Momente in dem Film, ja. Ich sage jetzt nicht, dass es ein gelungener Film ist, ja. Ich meine, es gelingt ja auch nicht, sagen wir mal, Picasso jedes Bild, ja. Es gibt, aber er wurde dafür derart zerstört, dass dieser Mann halt mit, ja, was war es, Mitte 50, sich zur Ruhe gesetzt hat, wissen Sie? Der sammelt jetzt Bilder, ja. Das ist wahnsinnig schade, weil das ein Mensch ist, der alles, was er gemacht hat, hat einfach die Filmkunst vorangebracht. Aber das wird dann einfach nicht gesehen, weil er sich selber nicht dieses Label gibt als, hallo, hier bin ich bin gebildet und bedeutend. Wissen Sie, das macht er nicht. Und ich finde, es ist irgendwie allzu oft, und ich meine, das ist auch eins der Gründe, aus denen ich das Buch geschrieben habe, ist die Rezeption von einem Film einfach nur, jemand sagt so, ich beschäftige mich jetzt mit einem staatstragenden Thema, das ist jetzt bedeutend, ja, und dann, oh ja, ein bedeutender, staatstragender Film. Es ist nicht sozusagen so, dass allein die Wahl des Themas einen Film groß macht, und es ist auch nicht so, dass ein Thema ein Film irgendwie unbedeutend macht, wenn es halt um einen Zug geht, der halt ohne Wagenführer irgendwie am Gleis entlang rollt, ja, das kann was ganz Bedeutendes sein. Es ist das, was es in einem zum Klingen bringt, aber dafür muss man offen sein. Aber wer erwartet jetzt das Bedeutende, das Publikum oder die Kritik? Also die Kritik erwartet, darf ich jetzt, glaube ich, für viele meiner Kollegen sagen, eher nicht. Und erwartet eher nicht was? Dass ein Film sich bedeutenden Themen widmet, lieber nicht, würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass, sagen wir mal, wenn sich ein Film eines bedeutenden Themas annimmt, ist er schon so ein bisschen unantastbar. Ja. Aber ich meine, gut, das, Aber aus Ihrem Buch spricht... Ja, nee, ich möchte jetzt, also möchte nicht, dass wir jetzt anfangen in so eine... Nee, ich möchte ja auch so nicht pauschalisieren. Es gibt Diskussion, ja, über was die Kritik will. Nein, oder so. Die ist viel interessanter, was Sie hier geschrieben haben. Aus Ihrem Buch spricht ja eine große Liebe fürs amerikanische Kino. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich bin froh, dass Sie die anderen alle auch, also Bergman und Kieślowski und wie sie, und Tom Tykwer natürlich, über die wir vorhin schon
Sprachen hier auch nennen, aber eigentlich aus den anderen Artikeln, die hier versammelt sind und die Filme, über die sie so richtig in Rage kriegen, sich reden können oder schreiben können, das sind schon, ist schon das amerikanische Kino. Das bedeutet ein Kino, das in allem so ein bisschen größer ist als das europäische Kino. Das hatte, war so mein Eindruck auch. Mhm. Es gibt eine, da kommen wir leider nicht zu, weil der Text so lang ist, glaube ich, der längste Text hier drin, wo sie das auch ganz, mit Zahlen sozusagen belegen, wo sie sagen, naja, die Deutschen, die drehen halt, oder die Europäer kann man da glaube ich sagen, die drehen halt einen Film in 20, 30 Tagen und die Amerikaner in 80 und natürlich ist es dann mehr. Mehr ist mehr, das ist halt so, auch beim Filmmachen. Naja, gut, und ja, das ist, ist einfach... Dem gilt zu ihrer Liebe, ja. das wollte ich nur sagen. Mhm. Und nicht jetzt dem Abseitigen und auch nicht so dem, was so in den Schmuddelecken so rumliegt, sondern schon... Ja, ich bin gut. Ich bin ja auch auf, sagen wir mal, ein paar sehr obskure Sachen jetzt eingegangen, etwa die Filmarbeiten von Thomas DeMand oder von David Hockney oder ja, was, sagen wir mal, so in dem experimentellen Kunstbereich an Filmprojekten gemacht wird. Aber sagen wir mal so, der Wunsch, sagen wir mal, uns durch ein Kinoerlebnis so wirklich zu transportieren, ja, der ist mir schon wichtig, ja, dass man, das ist ja auch eigentlich diese tolle Chance irgendwie, die wir im Kino haben, dass man, ich meine, es ist ja ein starkes Wort, was wir oft verwenden, dieses, wir identifizieren uns mit irgendwelchen Figuren. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, was das heißt, identifizieren, das heißt, wir werden identisch mit den Figuren, das heißt, das Erleben der Schauspieler und der Figuren auf der Leinwand wird, sagen wir mal, Teil unserer Erlebniswelt gehört dann irgendwie in unseren Erfahrungsschatz. Wir müssen diese furchtbaren Sachen nicht mehr erleben, weil wir es schon erlebt haben. Wir müssen es nicht mehr mit unseren Körpern erleben, weil wir es mit unseren Seelen auf der Leinwand durchgemacht haben. Sagen wir, dieser Ehrgeiz, der muss für mich schon da sein. Ja. Aber das können, ich meine, das kann auch was sein wie, ich weiß nicht, gerade als ich in Berlin war, hatte ich mich mit Dr. Rothe unterhalten über eine Vorführung, die er gemacht hatte von der neu restaurierten Kopie von Playtime von Jacques Tati. Ich meine, das, da hat halt jemand das auch in Frankreich irgendwie wirklich versucht und in großem Maße irgendwie geschafft, uns in eine vollkommen neue Welt und Wahrnehmung zu transportieren. Ja, ich meine, David Hockney schafft es in seinem winzigen Studio, einfach indem er halt 16 Kameras zusammen montiert und so vollkommen neue Blickweisen bringt. Also es hat jetzt nicht unbedingt mit großem Budget zu tun, obwohl ganz generell natürlich einem ein großes Budget hilft, einen Film schon mal visuell zum größeren Verwöhnerlebnis zu machen. Wir fühlen uns einfach von einem Film sicherer geführt, der sehr oft die Einstellungen wechselt. Der, sagen wir mal, nicht, das ist ja diese, sagen wir mal, man hat eine Szene, wo zwei Jugendliche sitzen an einem Tisch und unterhalten sich, ja, und das eine ist irgendwie aus einem deutschen Fernsehfilm und dann merkt man schon gleich an, sagen wir mal, den Einstellungen, die immer in die gleichen Einstellungen hin und her schneiden, merkt man, okay, das ist jetzt irgendwas Billiges, zappt weiter, dann ist die, wäre da vielleicht die gleiche Szene beim amerikanischen Film und es ist schon ein vollkommen anderes Erlebnis. Es gibt sozusagen irgendwelche Kreisfahrten drumherum, es gibt lauter unterschiedliche Einstellungen, obwohl die Szene für sich genommen eigentlich das gleiche ist und wir das bewusst gar nicht wahrnehmen, was der Grund ist, aus dem das auf uns jetzt so anders wirkt. Aber das ist alles nur durch Drehzeit möglich. Wir haben halt, man kann pro Tag ungefähr 20 unterschiedliche Einstellungen drehen, wenn man schnell ist, ja. Das bedeutet einfach, wenn man nur 30 Tage dreht, dann hat man halt 600 Einstellungen. Und das ist nicht so wahnsinnig viel, um daraus einen Film zu machen. Kann man sich ja ausrechnen beim Film von 120 Minuten, wie oft man da wechseln kann. Nicht oft genug, ja, um dem Film eine schöne Bewegungsablauf zu geben. Aber ich glaube, dass sich das eben jetzt gerade verändert auch, weil die Kameras werden sehr viel billiger, beweglicher, können sozusagen intelligenter auf auch nicht perfekt eingerichtete Lichtsituationen reagieren. Wir können nachträglich sehr viel korrigieren. Und ja, das amerikanische Kino verlagert sich einfach mehr und mehr auf eben Superheldenfilme und 50 Shades of Grey. Das ist eigentlich eine große Möglichkeit für das Kino in Europa, weil das Publikum, glaube ich, nicht weniger interessiert ist an sagen wir, wirklich transportierenden
Erlebnissen als früher. Also diese Mischung aus allem, was mit der neuen Technologie möglich ist und die Tatsache, dass wir zum Beispiel heute mit Kameradrohnen Luftaufnahmen machen können, die toller sind, als was ja früher nur Ridley Scott machen konnte. Ja? Und sagen wir mal, der neuen Chance, die sich in Europa bietet. Also ich glaube schon, dass da der europäische und gerade der deutsche Film eine große Zukunft haben kann, wenn er sich bewusst ist darüber, was für Chancen einem das eröffnet. Ja, die Frage, was ist eigentlich eine Einstellung, das verändert sich ja nun auch. Also das verändert sich durch 3D natürlich, weil es da diese Art von, also das, was wir als Einstellung oder Framing oder so kennen, sich ja gar nicht mehr so anwendbar ist. Und es verändert sich natürlich auch durch Filme wie jetzt hier unseren großen Oscar-Preisträger The Birdman, wo also der quasi damit wirbt, dass er überhaupt nur, weiß nicht wie viel, 30 Schritte hat oder so. Und ansonsten eben ungeschnitten, also ne, das kann man, das heißt ja nicht, dass er in 30 Einstellungen gedreht ist. Das heißt, gibt irgendwie ein andere, die Grammatik ändert sich so ein bisschen. Ja gut, ich meine, das hat's ja schon ein paar Mal gegeben. Nicht? Ja, klar, auch in einer Einstellung haben wir ja auch schon gehabt, klar. Hm. Auch im deutschen Film übrigens in einer Einstellung. Ah ja, was war das? Das war jetzt Victoria von Schnipper. Ah ja. Von Sebastian Schipp? Genau. Ah ja. Auf der Berlinale. Ja, das habe ich mitbekommen. Toll. Ja, ich meine, gut, der erste, von dem ich weiß, dass er es gemacht hat, entgegen dem Trend, war Hitchcock damals mit Rope. Nicht? Ja, klar. Das war, hat nicht funktioniert. Nicht so richtig. Ja. Oder? Also ich als Experiment war es lustig oder so, aber niemand hätte jetzt gedacht. Ich fand es schon spannend. Es gab ja früher in Berlin gab es so ein Kino, das zeigte nur Hitchcock-Filme. Und da haben wir die damals alle gesehen. Ich fand das schon so, war schon irgendwie so unheimlich irgendwie, weil es so ganz echt war, diese Mordgeschichte. Man hatte fast das Gefühl, man war in dem Raum und wurde selber beschuldigt. So, ja. Ich fand das schon ganz interessant. Oder zum Beispiel, es gibt einen ganz tollen Film, Nine Lives. Haben Sie den mal gesehen? Mhm. Sozusagen der in 9 unterschiedlichen Einstellungen die Leben von 9 Frauen beleuchtet. Oh, ja. Das ist auch ganz toll. Also ich meine, sagen wir, das ist jetzt kein neues Konzept. Vielleicht war es das erste Mal, dass bei einem einem dynamischen Mainstream-Film oder Mainstream kann man das ja auch nicht bezeichnen, aber bei so einem Film, der so weit rausgebracht wurde, das jetzt in den letzten Jahren gemacht wurde. Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Ja. Wollen Sie uns noch was vorlesen? Ja, gut. doch, gerne. Also zum Beispiel habe ich hier 3 Texte, die sich mit dem beschäftigen, die Frage stellen, was ist eigentlich ein Schauspieler? Was ist eigentlich genau ein Regisseur? Was ist ein Drehbuchautor? Was sind die jeweiligen Wichtigkeiten dieser unterschiedlichen Aufgaben? Der erste Text heißt Der Schauspieler als Scheinwerfer. Einer tiefen psychologischen Theorie zufolge ist das gesamte Spektrum der menschlichen Natur, jedes Laster, jede Tugend, in jedem einzelnen Menschen angelegt und unsere Persönlichkeit lediglich das, was wir davon zur Schau stellen können. Unser innerstes Wesen wäre dann wie eine riesige Wand, auf der alles aufgemalt ist, was das Menschsein ausmacht. Wir können allerdings nur einen winzigen Teil von dieser Wand sehen, weil wir jeweils nur einen kleinen, fest eingestellten Scheinwerfer mit einem klar umrissenen Lichtkegel haben, der sie für uns beleuchtet. Aha. Das bin ich also, sagen wir uns beim Betrachten des Kegels. Ein bisschen schüchtern, ein bisschen melancholisch, pflichtbewusst, eitel, prinzipientreu, außer manchmal, etc. Und doch ahnen wir, dass mehr in uns schlummert. Vielleicht sogar alles. Wir ahnen es besonders in Momenten des Kunstgenusses. Wir hören eine Sinfonie und spüren, dass jenseits aller Bürgerlichkeit in uns ein Eroberer von Welten steckt. Wir verbringen ein paar Stunden in einem Tanztheater und sind uns plötzlich nicht mehr so sicher, ob wir mit dem Urteil über unsere Feinde richtig liegen. Wir betrachten ein Gemälde und weinen über unsere eigene Schlechtigkeit. Für mich aber ist die nächste, direkteste und ehrlichste Kunst die der Schauspielerei. Ohne den Umweg über Pinsel, Meißel und Trompeten spricht hier ein Mensch in seiner leiblichen Reinform zum anderen. Wir identifizieren uns mit dem Schauspieler, werden eins mit ihm, identisch. Unsere Lichtkegel werden für die Dauer des Films oder des Theaterstücks deckungsgleich. Denn das ist die große Begabung des Schauspielers, mit der er geboren wird und die ihm keine Schauspielschule vermitteln kann. Bei ihm ist der Scheinwerfer, manchmal nur mit Hilfe des Regisseurs, aber oft auch trotz seiner, beweglich.
Er kann ihn für eine Rolle so einstellen, dass ein ganz anderer Ausschnitt der großen Wand sichtbar wird. Eben derjenige der Figur, nicht derjenige des Schauspielers. Und indem er diesen Teil seiner Wand beleuchtet, zeigt er uns, dass dieser Ausschnitt auch in unserem Wesen existiert. Dadurch entsteht das scheinbare Paradox, dass große Kunst zugleich massenwirksam und extrem persönlich ist. Früher konnte ich es nicht verstehen, wenn ein Kunstwerk, das mich in meinem ureigensten Wesen zu berühren schien, auch Menschen, die mir sehr fremd vorkamen, begeisterte. Aber die Mafia-Bosse, die uns James Gandolfini und Al Pacino in unserem Inneren finden lassen, die Prostituierten von Jodie Foster und Julia Roberts, sind eben genauso im Inneren unserer Mütter, Schaffner, Deutschlehrerinnen oder Apotheker vorhanden wie in uns selbst, ob es uns passt oder nicht. Noch verstörender war es, wenn ich einen Künstler persönlich kennenlernte, dessen Werk mich glauben ließ, ich hätte einen Seelenverwandten gefunden und ich dann feststellen musste, dass wir uns gar nichts zu sagen hatten. Inzwischen glaube ich, dass der Kunstgenuss das Hochgefühl der Entdeckung des Urmenschlichen ist und der Künstler dabei letztlich mehr Hebamme als Mutter. Und welcher vernünftige Mensch würde schon von einem Kind auf dessen Hebamme schließen wollen? Denn die Freude an der Kunst des großen Schauspielers wird zum Beispiel immer größer, je öfter wir ihn in unterschiedlichen Rollen sehen. Wenn wir Russell Crowe als Gladiator erleben und ein Jahr später als schizophrenen Wissenschaftler. Wenn wir durch Sebastian Koch die Ehrlichkeit eines Stauffenberg bestaunen und im nächsten Jahr die Verlogenheit eines Albert Speer, dann erfüllt uns das jenseits des Filmgegenstands mit einer Ahnung von der fast unendlichen Weite der menschlichen Seele. Dann habe ich einen ganz tollen Zeichner in England gefunden, der eigentlich so Biologiezeichnungen macht. Und den habe ich eben einige Freeze-Frames aus den Filmen zeichnen lassen, um das zu beleuchten, weil das Problem mit Bildern zu filmen, mit Fotos zu filmen, das ist eigentlich ein relativ fundamentales Problem für die Filmemacher, weil sehr oft denken Leute, wenn sie an einen Film zurückdenken, mehr an die Standbilder, weil man die halt so oft gesehen hat. Und diese Standbilder sind entweder, sind sie halt vom Set-Fotografen gemacht worden und der hat halt, ja, nachdem man eine Einstellung abgedreht hat, sagt er zu den Schauspielern, ja, bleibt noch einen Moment da stehen und dann stehen die Schauspieler da und er knipst halt ein bisschen in dem Licht und die Schauspieler geben dem aber nicht die volle Intensität und der Regisseur ist längst bei der nächsten Einstellung. Die sind immer so ein bisschen saft- und kraftlos, das kennen Sie sicher gut, das Problem, weil man damit ja oft ihre Artikel bebildert. Ja, es gibt ja auch viele ganz berühmte Filmfotos, also sozusagen ikonisch gewordene Filmfotos, wo von Szenen, die gar nicht mehr in den Filmen ist. Das kommt ja noch dazu. Dass die Szene, die der dann irgendwie fotografiert, dass die unter Umständen dann im Schneideraum wegfällt. Dann hat man nämlich ein tolles Foto und das denkt, wann kommt die Szene. Ja, das stimmt. Aber ich meine, auch was ich dann versucht habe zu machen, ist, dass man halt in den Film reingeht und ein Freeze-Frame nimmt. Aber diese Bilder sind meistens so ein bisschen so geisterhaft, weil der Film rast ja mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit durch die Kamera, 24 Bilder pro Sekunde. Man hat also dadurch eine fest vorgegebene Belichtungszeit, die einfach die Bilder, die einzelnen Standbilder nicht so satt macht, wie sie halt sein können bei richtigen Fotos. Und dann habe ich aber diese Bilder genommen und habe sie halt diesem Biologiezeichner, der sonst Käfer und Vögel und so malt, und habe die ihn abzeichnen lassen. Und dadurch entsteht so gewissermaßen eine längere Belichtungszeit. Hier ist Russell Crowe als Gladiator und eben im nächsten Jahr als schizophrener Wissenschaftler, 80-jährig bei der Nobelpreisverleihung. Der nächste Text heißt Der Drehbuchautor als Librettist. Ein Klischee, dass man fast bereit wäre, als Wahrheit zu akzeptieren, wenn einem dafür versprochen würde, es nicht mehr hören zu müssen, lautet, dass ohne ein gutes Drehbuch kein guter Film denkbar sei. Diese These passt allerdings nur schlecht zur allgemein akzeptierten Stellung des Regisseurs, den Kritik und Publikum von der französischen Autorentheorie gestützt, als den Urheber eines Films angreifen oder feiern, erfahrungsgemäß übrigens fast ausschließlich für Drehbuchbelange. Natürlich hat der Regisseur auch die Möglichkeit, das Drehbuch vor dem Dreh umzugestalten. Aber wenn die Regie nur eine Art Schleuse ist und das Drehbuch der Fluss, wie kommt es dann zu der anfangs erwähnten Einschätzung? Bei der Oper etwa, einer dem Kino nicht unähnlichen Kunstform, zählt das Drehbuch, das Libretto, wenig. Viele der beliebtesten Opern, wie etwa die Zauberflöte oder Così fan tutte, hätten wenig Aussicht, ohne die Musik regelmäßig aufgeführt zu werden. Doch reduziert dies die künstlerische Wucht der Werke keineswegs. Auch gilt Verdis Jungfrau von Orléans nicht als stärker, nur weil ihr ein Schillerstück zugrunde liegt. Noch gilt sie als Schilleroper. Vor ein paar Jahren habe ich die Ehefrau eines bedeutenden Regisseurs, der nicht schreibt, sagen hören,
Die Regieleistung beim Film sei mit der Komposition bei der Oper vergleichbar, sollte also nicht aus der Qualität des Drehbuchs heraus beurteilt werden, sondern aus den Feinheiten der Schauspielführung, der Narration, der Interpretation. Unser Filmgeschichtsprofessor in München hätte ihr recht gegeben. Einmal ließ er uns Regiestudenten eine ganze Woche den 40 Minuten langen Film Eine Landpartie anschauen. 4-5 Mal pro Tag, bis wir Jean Renoirs Choreografie, die Schattierungen, das Zusammenspiel von Dialog und Musik begriffen, durchdrungen und verinnerlicht hatten. Die ersten paar Tage waren hart, weil der Maupassant-Plot und die Charaktere recht schnell zu erfassen waren, mit der linken, rationalen Gehirnhälfte. Doch nach einiger Zeit begann man den Film anders zu sehen. Er begann einem wieder Freude zu machen, wie beim ersten Mal. Dann noch mehr als beim ersten Mal. Es sickerte gleichsam etwas von der linken Gehirnhälfte in die rechte und wurde dort ganz anders aufgenommen. So wie ein Musikstück manchmal nicht auf Anhieb zu verstehen ist, etwa wenn es nicht ganz oder allzu melodisch daherkommt, muss man sich auch bei einem Film den Zugang zum Verständnis der Regie manchmal richtig erarbeiten. Das wollte uns der Professor vermitteln. Gleichzeitig aber hatte natürlich die Maupassant-Geschichte eine dichterische Tiefe, ohne die Renoir niemals hätte brillieren können. Die Frage nach dem künstlerischen Stellenwert ihrer Leistung lässt Regisseure manchmal erstaunliche Entscheidungen treffen. Gus Van Sant etwa, den es nach Good Will Hunting gekränkt haben muss, dass zum ersten Mal in der Filmgeschichte mehr von der Brillanz der Drehbuchautoren gesprochen wurde als von der des Regisseurs, die Autoren waren zufällig berühmte Schauspieler, kam für sein Folgeprojekt auf eine sehr extreme Idee. Er entschloss sich zu einem Remake von Psycho, dem wohl am meisten gefeierten Thriller aller Zeiten, und drehte Kameraposition für Kameraposition, Schnitt für Schnitt Alfred Hitchcocks Film nach, um den Blick des Zuschauers dafür zu schärfen, dass es allein die Regie ist, die das Wesen eines Films bestimmt, nicht das Drehbuch. Seine Rechnung ging auf. Bei aller formalen Identität hatte Psycho von 1998 tatsächlich nichts mit Psycho von 1960 gemein. Eine Van Sant-Oper ist eben keine Hitchcock-Oper, auch nicht mit demselben Libretto. Aber das Einzige, was Van Sant uns wirklich bewiesen hat, ist, dass mit einem gefeierten Drehbuch auch ein wenig gefeierter Film möglich ist. Und da haben wir ein Bild, hat mir der Zeichner gemalt und der Käferzeichner von Vince Vaughn als Norman Bates. Der Regisseur als Lügendetektor. Das mehr oder weniger versteckte Selbstporträt hat in der Kunst eine lange Tradition. Manchmal ist es nur spielerisch eitle Selbstdarstellung, wie etwa der obligatorische Cameo-Auftritt Hitchcocks in seinen Filmen. Manchmal aber enthält es auch eine wirkliche Aussage. Picassos Altersbilder vom lüsternen, greisen Maler und dem ewig jungen Modell oder das angebliche Selbstbildnis Michelangelos bei lebendigem Leibe abgezogenen Haut des heiligen Bartholomäus lassen einen viel über den Gemütszustand dieser Männer und über ihr Verhältnis zur Kunst erspüren. Von Kindern und wissbegierigen Erwachsenen wird einem manchmal die Frage gestellt, was eigentlich der Regisseur genau mache. Sie ist nicht leicht zu beantworten, weil das Spektrum so breit ist. David Fincher schreibt die Position und Farbtemperatur jeder einzelnen Lampe genau vor, nimmt die Kamera selbst auf die Schulter und erfindet eigenhändig ein digitales Effektsystem, um die eineigen Winkelwurst-Zwillinge auf die Leinwand zu zaubern. Und doch ist das imposante The Social Network dadurch nicht mehr sein Werk als etwa Quizshow von Regisseur Robert Redford, der bei diesem Film nach eigener Aussage sogar die Auflösung, das heißt die erzählerische Bildgestaltung, seinem Kameramann Michael Ballhaus überließ. Letztlich ist der Kern der Regieleistung die Arbeit mit den Schauspielern. Aber was bedeutet das genau? Brauchen gute Schauspieler, allesamt intelligente, kreative Menschen, wirklich so viel Führung? Sicher nicht. Aber was sie brauchen, was wir Regisseure ihnen sein müssen, ist ein Lügendetektor im außermoralischen Sinn. Eine Person, die im Moment des Drehs einzig darauf bedacht ist, zu prüfen, ob sie wirklich ganz wahrhaftig spielen. Ein guter Schauspieler tut das natürlich meistens. Manchmal aber ganz selten tut er es nicht. Und dann muss der Regisseur dies erkennen und wissen, wie er ihn zur Wahrheit führt. Die meisten Regisseure leisten das im Gespräch. Aber der schmächtige Ilia Kazan beschreibt in seiner Autobiografie, wie er bei Die Faust im Nacken einem bärenhaften Nebendarsteller am Anfang eines Drehtags überraschend einen harten Schlag versetzte, um ihm eine authentische Reaktion zu entlocken, sich dann blitzschnell hinter die Kamera verschanzte und Action rief. Der Blick des Regisseurs ist genau der von Christopher Walkens sizilianischen Killer in Tony Scotts True Romance, einem der größten Filme überhaupt, geschrieben von Quentin Tarantino. Walken will Dennis Hopper dazu bringen, ihm den Aufenthaltsort seines Sohnes zu verraten. Hopper beteuert es nicht zu wissen. Walken legt den Kopf etwas zur Seite, hört aufmerksam zu
schaut Hopper konzentriert ins Gesicht, genau wie ein Regisseur dem Schauspieler, und befindet schließlich, dass er lügt. Sizilianer seien die besten Lügner, und er habe gelernt, dass es bei Männern 17, bei Frauen 20 verschiedene Minenspiele geben, die verrieten, dass ein Mensch die Unwahrheit sage. Mit einem brutalen Schlag auf die Nase und einem wunderbar empathischen Monolog darüber, wie genau er den Schmerz seiner gebrochenen Nase kennt und mitfühlen kann, bringt der Hopper der Wahrheit näher. Weil das noch nicht ganz reicht, schneidet er ihm in die Handfläche und gießt Alkohol in die Wunde. Erst dann findet Hopper zur Wahrheit. Nur ist es eine andere Wahrheit, als Walken es sich vorgestellt hat. In Vincenzo Crocotti, dem grausamsten Killer der 90er, hat Tarantino eines der persönlichsten Regie-Selbstporträts der Filmgeschichte geschrieben. Ja. Also, was auch immer Sie heute mitnehmen von dieser Veranstaltung, Sie müssen alle True Romance gucken. Das ist wirklich ein großes Geschenk gewesen, da nochmal drauf hingewiesen zu werden. Ich habe ganz viele Fragen an Sie und wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Deswegen versuchen wir das. Das eine ist, was ich hätte eigentlich zu jedem einzelnen Text. Was die Schauspieler angeht, Sie haben mit deutschen Schauspielern gespielt, Sie schreiben ja auch gedreht, Sie schreiben ja auch, wie gesegnet wir wirklich sind in Deutschland mit grandiosen Schauspielern. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der ins Kino oder ins Theater geht. Was ist der Unterschied, ob Sie mit Martina Gidek oder Angelina Jolie arbeiten? Abgesehen von Trailergröße oder so, die vielleicht auch. Ich glaube, dass da doch die Unterschiede zwischen den einzelnen Schauspielern noch größer sind als die zwischen, sagen wir mal, den, die man in den jeweiligen Ländern verallgemeinern kann. Ja, dass jeder Schauspieler ist ja doch letztlich eine Welt für sich. Aber sagen wir mal, wenn man jetzt mal von dem spezifischen Fall absieht, ich glaube, dass also ich habe es immer als sehr hilfreich empfunden, zum Beispiel bei Schauspielern, wenn sie Theatererfahrung hatten. Das heißt ja immer, dass das eine ganz andere Kunst ist. Ich glaube das nicht. Ja, ich glaube, dass das eigentlich, also dass viele Schauspieler in Deutschland so gut sind, weil sie durch das Theater, durch die Theatererfahrung so ein unglaubliches Gespür für Wirkung bekommen haben. Mhm. Weil man ja einfach im, also ich weiß, Richard Attenborough, mein erster Lehrer, hatte so ein tolles Bild dafür, wo er sagte, eigentlich ist ja Theater der Normalzustand des Schauspiels. Er sagte, also es ist sozusagen so eine Geschichte in einem sozusagen klassischen aristotelischen Bogen im griechischen Amphitheater vor 10.000 Menschen zu spielen und eben, sagen wir mal, in irgendwie Symbiose mit dem Publikum die Reaktionen zu erspüren. Und dann sagt er, jetzt hat irgendein perverser Erfinder, wie oben dokumentiert, eine Filmkamera erfunden wir sind in irgendeinem Studioraum und Leute schleppen Kabel und ich weiß nicht, machen ihn an der Schminke rum und jeder hat irgendwie so seine kleine technische Aufgabe und das einzige Publikum, aus dem sich irgendwie die Kunst des Schauspielers speist, ist der Regisseur. Also er sagt sozusagen, der Regisseur muss dem Schauspieler diese 10.000 Menschen ersetzen. Ja. Das ist, es ist natürlich sehr schön, wenn mal, der Schauspieler gelernt hat, durch Theatererfahrung, auf diese Signale, diese Feedback-Signale sehr zu hören. Ja. Ich glaube, dass der... Ich glaube, dass wir eben durch diese vielen Bühnen in öffentlicher Trägerschaft auf ein großes Reservoir an Schauspielern zurückgreifen können, die halt, sagen wir, eine etwas größere Sicherheit haben und auch ein etwas breites Spektrum sich auf unterschiedliche Stile fühlen können. Wohingegen in Amerika gibt es ja eigentlich vorrangig so diesen ganz realistischen, naturalistischen Spielansatz. Das heißt, Martina Gedeck ist eine bessere Schauspielerin. Naja, Sie meinen jetzt als Angelina? Ja. Also da möchte ich mich zu keiner Aussage hinreißen lassen. Ich meine, Martina Gedeck ist ja jetzt, ich finde sie eine tolle Schauspielerin. Sie ist jetzt keine Schauspielerin mit wahnsinnig viel Theatererfahrung. Mhm. Ja. Sie ist, würde ich sagen, von ihrem Schauspielstil fast eher so ein bisschen amerikanisch in ihrer Ausrichtung. Ja. Sie hat auch erzählt, wie toll sie das fand, mit Robert De Niro zu arbeiten bei dem, was war es, der Good Shepherd, glaube ich, wie er das gelegen hat,
ich meine, sie ist eine tolle Schauspielerin. Angelina Jolie ist das auch. Jeder hat halt so seine ganz eigene Persönlichkeit. Ich meine, das ist es überhaupt. Man merkt, früher hatte ich immer gedacht, der Schauspieler ist so ganz anders als das, was er auf der Leinwand darstellt. Also als Kind denkt man ja erstmal, oh Mann, die Schauspieler sind so toll, wie sie da auf der Leinwand sind. Und dann denkt man, naja, klar, das spielen die ja nur, die sind ganz anders. Inzwischen weiß ich, dass sie eigentlich genauso sind, wie sie auf der Leinwand wirken. Also man lernt schon einen Schauspieler sehr, sehr gut kennen durch seine Filmarbeit. Die haben meistens genau den Humor, genau die, ich weiß nicht, Disziplin, genau die Mysteriosität, genau die Laszivität, egal was sie sozusagen da auf der Leinwand darstellen. Natürlich gibt es so ganz wenige so total Chamäleons, ja, wo das vielleicht schwerer ist zu erkennen. Also sagen wir mal, ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wer Paul Bettany ist oder wer, sagen wir mal, Russell Crowe ist oder es gibt so ein paar, die irgendwie, die sagen wir mal, so unendlich wandelbar sind, ja, dass man es nur schwer greifen kann, aber allgemein. Wir haben jetzt in den Texten, die Sie gelesen haben, eine Sache nicht angesprochen, die Ihnen aber in den Texten, die Sie nicht gelesen haben, ganz besonders wichtig ist, und das ist die Musik. Ah ja. Das möchte ich wenigstens noch erwähnt haben. Ne? Haben wir es so eilig oder ist das... Es klingt so, als ob Sie schon fast zum Abschluss kommen. Ja, mir wurde es ist Viertel nach sieben. Mir wurde gesagt 70 Minuten und das sind 70, jetzt sind wir schon bei 75. 70 Minuten, so ein ungeduldiges Publikum sind die Frankfurter, ja. Nein. Aber wer gehen will... Okay, ich sag ja nur... Wer gehen will, kann gehen. Ich hab's nicht eilig. Wunderbar. Okay. Ja, dann, okay, ja, umso besser, umso besser. Kann gehen, wir sind nicht beleidigt. die Musik. Es gibt... ich habe ja auch festgestellt bei der Lektüre dieses Buches, was mir nicht so klar war vorher, dass Sie ein großer Romantiker sind. Und das kommt schon in diesem von Ihnen jetzt schon mehrfach erwähnten quasi Bewerbungsschreiben an Sir Richard Attenborough, wo Sie sich in mein Praktikum beworben haben zum Ausdruck. Weil Sie da eben über die Macht des Kinos, die Menschen zu verändern. Ich glaube, da schreiben Sie sogar, wenn Hitler und Stalin die richtigen Filme gesehen hätten, wäre das 20. Jahrhundert anders verlaufen. Also Sie sind das da wirklich... Aus dem Kontext gerissen etwas naiv. Aber nein. Ich sage das wirklich, also ich bin da sehr dafür, dass okay, das gut, so ist. Das ist also, und... dann sind Sie eben als mit Ihrem, mit dem Leben der anderen, sagen Sie, ich möchte einen ganz bestimmten und zwar Oscar-gekürten Komponisten dafür haben. Und das ist so eine tolle Geschichte, das würde ich Sie einfach nicht vorlesen, aber dass Sie es erzählen, wie es dann dazu gekommen ist und was darauf, das ist dann ja die Pointe, was aus dieser tollen Zusammenarbeit dieses völlig unbekannten Mannes, der Sie waren, mit dem sehr berühmten Mann, der er war, dann geworden ist, als es sich umgedreht hat. Mhm. Ich hatte meine Filmgeschichtsabschlussarbeit in München an der Filmschule bei einem sehr guten Filmhistoriker, Helmut Färber, der das seit Beginn der Filmschule, bis er eben, glaube ich, letztes Jahr gestorben ist, dort unterrichtet hat, habe ich geschrieben über den talentierten Mr. Ripley. Ein Film, den ich unglaublich groß finde. Da hatte ich übrigens ein ganz interessantes Erlebnis in Los Angeles, weil es waren halt so, dass verschiedene Filmstudios bewarben sich um die Remake-Rechte für das Leben der anderen. Und dann war es eben so, dass ich hatte die Remake-Rechte. Es war eine Partei, die sich eben bewarb, waren Sidney Pollack und Anthony Minghella, die zusammen eine Produktionsgesellschaft hatten und eine sehr gute Idee hatten für den Film. Die waren damals bei den Weinsteins und unter Vertrag, also die finanzierten denen die Firma. Und äh, ich habe
ich habe damals, obwohl sozusagen die letztlich, wahrscheinlich weil sie wussten, dass ich deren Arbeit so mag, sie weniger geboten hatten als die anderen, habe ich den Vertrag unterschrieben und habe gesagt, gut, solange es entweder, also habe ich den Vertrag aufnehmen lassen, wenn es, dass es entweder Anthony Minghella oder Sidney Pollack sein müssen, die Regie führen, sonst fällt es an mich zurück. Und dann starben innerhalb von 2 Jahren beide Männer. Das war wirklich, sagen wir, schreckliche Umstände, unter denen es an mich zurückfiel. Aber es war so, dass ich hatte sozusagen da in der Zeit mit, das war vielleicht auch ein bisschen ein, hat mir so geholfen, schneller zu der Entscheidung zu finden, ihnen das zu geben, übergeben diese Rechte, war, ich wusste, es gibt eine 3-Stunden-Fassung vom talentierten Mr. Ripley, die ja am Anfang hat, war das halt ein Rohschnitt mit vielen Szenen, die dann rausgekippt sind. Und sowas kriegt man natürlich normalerweise nie zu Gesicht, weil die sind ja dann auch nicht richtig fertig durchkomponiert und das ist ja nur so ein Avid-Playout in relativ schlechter, also vom aus dem Schnittsystem herausgespielt, in relativ schlechter Auflösung und Qualität. Aber ich kannte den Film so gut, dass ich wusste, dass ich das trotzdem wahnsinnig genießen würde. Also für mich wäre das wirklich so, als ob mir jemand sagt, hier kriegst du noch 150 Seiten von Anna Karenina zusätzlich zu lesen. Ja. Dann war es so, dass dann hatte ich eben irgendwann mal in den Gesprächen Anthony Minghella gefragt, ob es irgendeinen Weg gibt, wie er mir das zeigen würde. Ja. Und dann sagt er, okay, also wenn du uns die Rechte überträgst, dann zeige ich es dir. dann habe ich das also gemacht, wollte aber jetzt nicht gleich das eben dann einfordern. Und dann starb er. Das war wirklich schrecklich. Und dann war es aber so, dass ich vielleicht 2 Jahre nach seinem Tod traf ich den Produzenten Bill Horberg von dem Film. Und sagt ihm, schauen Sie, Sie müssen mir das jetzt glauben, weil es gibt dafür keine Zeugen. Oder doch, es gab einen, der ist aber auch tot. Mir hat Anthony Minghella versprochen, dass ich mir diese Version in voller Länge anschauen darf. Sie haben doch sicher darauf irgendwie zu. Da sagt er, nein, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht Ihnen einen Film zeigen, den das macht man einfach nicht. Ich meine, ich würde auch meine Produzenten, glaube ich, nie mehr mit denen zusammenarbeiten, wenn sie irgendwie einen Rohschnitt aus dem Avid rausgespielt irgendeinem anderen Regisseur zeigen. Dann habe ich gesagt, okay, also schauen Sie mir in die Augen, sozusagen sage ich Ihnen hier die Wahrheit. Ja, ich meine, ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich bin nicht ein guter Schauspieler, ich bin kein guter Lügner. Das war wirklich so. Und dann hat er mich so richtig lange prüfend angeschaut und gesagt, okay. Und dann habe ich diese 3 Stunden, also ich bin, glaube ich, außer Anthony Minghella und seinem Cutter der einzige Mensch, der diese 3-Stunden-Version gesehen hat. Das war wirklich fantastisch. Naja, auf jeden Fall, meine Abschlussarbeit war über diesen Film. Da wurde mir irgendwie eigentlich im Analysieren dieses Films klar, da gibt es eine fantastische französische Reihe auch, wo die, weil das eben ein Remake von einem französischen Film war, Plein Soleil, oder sagen wir, Remake ist eigentlich falsch, es war eine nochmalige Verfilmung des Romans, aber das gilt dann als Remake von einem französischen Film, war Plein Soleil. Deshalb hatten sie jetzt ein ganzes tolles Heft rausgegeben, wo die Franzosen dann Einstellung für Einstellung, also jede Einstellung beschreiben, das Drehbuch abdrucken und dann danach sind dann so, kennen Sie diese Reihe, oder? Wo dann sozusagen so Interviews mit den verschiedenen Filmschaffenden sind und da merkte ich schon irgendwie das, was der Minghella da so, was Minghella erklärte, half mir irgendwie zum Verständnis des Films, aber immer wieder wies er darauf hin, wie eigentlich der Schlüssel zu der Musik, Schlüssel zu dem Film in der Musik liegt. Und dann habe ich wirklich begonnen, alles zu lesen und über den Film. Und es gibt eine so besonders eindringliche Musik in dem Film, die in besonders tragischen Momenten erklingt und die ganz mysteriös ist, wo so eine, ja, es klingt so wie eine ausgeleierte Spieluhr, ganz schief. Und das klingt so, aber wie so eine Kindermusik. Dann habe ich in einem Interview etwas gefunden von Minghella, wo er erklärte, dass er war der Sohn vom eingewanderten Eiscreme-Hersteller auf der Isle of Wight, einer englischen Ferieninsel, und war natürlich, weil er hauptsächlich von Eiscreme ernährt wurde, entsprechend übergewichtig und sehr arm. Und das war aber eine Ferieninsel für die Reichen und Schönen von England. Und er musste immer in dem Eiscreme-Wagen, der halt so eine Spieluhr hatte, die er immer aufziehen musste, musste er sozusagen rumfahren und dann diese wunderschönen reichen Mädchen und braun gebrannten Jungen sozusagen dort bedienen als dieser
dicke, uncoole Sohn des italienischen Eiscreme-Verkäufers. Und er sagt, für ihn wurde diese Melodie, die halt, wenn sie irgendwie sich ausgespielt hatte, so begann zu leiern, das war für ihn so das Leitmotiv, so nannte er das, seines eigenen Versagens. Ja? Mhm. Und dann hat er einfach nur sozusagen, als er das Jarrett erzählt hat, hat er irgendwie daraus diese Melodie gemacht, die plötzlich, ich meine, das kann man ja eigentlich gar nicht verstehen. Jarrett ist der Komponist. Gabriel Jarrett, der große französisch-libanesische Komponist. Und daraus machte Gabriel Jarrett diese Musik. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Elemente in diesem Film, die man wirklich, das ist ein sehr komplexer, sehr, sehr vielschichtiger Film, die man nur aus der Musik versteht. Zum Beispiel, es gibt ein ganz, das Hauptmotiv, das Ripley-Motiv, ist so ein synkopiertes Motiv, wo irgendwie so die Hauptmelodie irgendwie sich nie ganz in den Melodierhythmus einfügt, immer ein bisschen zu spät, immer nie an genau der richtigen Stelle. Es soll eine genaue Darstellung der Figur sein von Ripley, dass man einfach versteht, dass er einfach nicht auf die Wellenlänge der Gesellschaft um ihn herum kommt. Ja? Und ich wusste irgendwie, diese Art von Komplexität, die wollte ich für diesen Film. Ja? Und das ist auch nicht sowas können nicht viele Leute. Ja? Das, mhm. das ist dann auch nicht so, dass man jemand anderem sagt, ja, sag mal, fühl dich so ein. Das ist so, als ob man, sag mal, du hast ein großes Medium und der kann wirklich mit irgendwelchen höheren Geistern in Kontakt treten. Und dann brauchst du genau dieses Medium. Es tut dann ein Schüler von ihm nicht. Und dann habe ich wirklich sehr lange einfach den Gabriel Jarrett wirklich belagert, um zu versuchen klarzumachen, obwohl das jetzt mein Abschlussfilm an der Filmschule ist und wir ein sehr geringes Budget haben, ich brauche jetzt spezifisch dich, weil ich sozusagen verstanden habe, was du kannst und ich diese Erklärungshilfe für meinen Film brauche, weil ich meine, Film ist ja eigentlich ein verrücktes Medium, weil normalerweise, wenn man sich an die normalen Spiellängen hält von mehr oder weniger 2 Stunden, muss man ja wahnsinnig viel da reinpacken und da muss man sich jedes Tricks bedienen. Und einer der wichtigsten natürlich Tricks dabei ist einfach die Musik. Wenn die Erzählebene der Musik dir so viel reinpacken kann, dann kannst du dir ganz viele andere Sachen erlauben. Und auch, und dafür brauchte ich den. Irgendwann hat er es dann glücklicherweise verstanden, dass ich ihn brauchte und dass es auch für ihn eine interessante Erfahrung sein kann. Und ja, leider war es dann bei... Er ist aber jemand, der, sagen wir mal, halt ein ganz eigenständiger Künstler ist. Das ist er wirklich. Er ist eigentlich so eine Art Reinform des Künstlers. Eigentlich erstaunlich, dass es den in die Filmmusik verschlagen hat, weil man da ja doch sehr stark auch Aufträge bekommt und, sagen wir mal, nach bestimmten Vorgaben arbeiten muss. Aber gut, so, das ist jetzt nun mal unser Glück. Bei The Tourist wollte ich dann natürlich ihn auch, war relativ schwer durchzusetzen, weil er halt nicht als kommerzieller Komponist gilt. Und da wurde, ja, das war eigentlich ziemlich schlimm für ihn auch, weil man da halt so harte Deadlines hat. Ich meine, es ist ja dieses das Hollywood-Filme machen, das ist wirklich eine gigantische, laute Fabrik gewissermaßen, in der man da steht. Und das ist einfach nicht sein Ding. Ja? Und es hat einfach nicht geklappt. Ja? Es war einfach nicht sein Milieu, sein Genre. Ich meine, manche Sachen, die er da komponiert hat, waren perfekt, ja, aber er konnte es nicht schnell genug so fertig bringen, dass es irgendwie bei den Testvorführungen dann irgendwie richtig klang. Und das war eine sehr traurige Erfahrung und für ihn auch sehr schwer, dass ein Stoff, in dem er sich sehr eingearbeitet hatte, an dem er jetzt ja fast ein Jahr gearbeitet, also wirklich von Anfang der Dreharbeiten gearbeitet hatte, dass wir ihn da dass er das nicht fertig bekommen hat, ja. Aber na gut, nachzulesen in etwas differenzierterer Form in dem Buch. Das ist halt immer die, ich meine, das ist halt das Komische am Filme machen. Es ist eben nicht, sagen wir, es ist auch eben wahnsinnig viel Geld im Spiel. Es sind wahnsinnig viele Menschen im Spiel. Es sind oft ziemlich harte Deadlines im Spiel. Es ist immer die Frage, sagen wir, soll man sich darauf einlassen? Auf dieses Spiel? Oder soll man sagen, ja, man macht halt, sagen wir mal, vielleicht manchmal halb im Verborgenen sozusagen was ganz anderes, auf sehr viel kleinerem Niveau, findet man Kompromiss. Es ist sozusagen das, in diesem Zwiespalt befindet sich jeder Filmemacher zu jedem Zeitpunkt. Ja, ja, das wäre natürlich meine nächste Frage. Sie haben sich, weil ich fand diese Erfahrung mit dem Jarrett besonders... einerseits besonders sprechend für das, was
eben auch Filme machen in Hollywood bedeutet, im Gegensatz zu bestimmten europäischen Strukturen, die anderes eben nicht ermöglichen, was Hollywood kann. Und dann aber ihre Entscheidung, dort Filme zu machen und möglicherweise auch ihren nächsten Film, von dem ich gar nichts weiß. Mhm. Von dem ich auch nichts, auch nichts sagen kann, glücklicherweise. Dass dann doch diese Maschine, diese Fabrik mit ihrem lauten Getöse und Gestampfe dann doch irgendetwas ermöglicht, herzustellen, was sie ja mit großer Emphase auch hier in diesem Buch beschreiben, eben mit Kino und Ausrufezeichen. Dass es das dann doch wert ist oder so, oder ob sich diese Frage dann... Ja, ich meine, das ist eine Frage. Also sag mal, wenn ich, ich würde mich nicht nochmal auf Produktionsbedingungen einlassen, wie wir sie sozusagen beim Tourist hatten, ja, wo sozusagen das hat mit Deadlines zu tun, das hat auch mit, ich meine, sagen wir mal, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dann hätte ich das mit Gabriele Jarrett auf jeden Fall hinbekommen können. Wir mussten aber den Film... 11 Monate, nachdem ich angefangen hatte, das Drehbuch zu schreiben, mussten wir ihn in den Kinos haben, weil es so ist, dass elf der... 11 Monate, nachdem Sie das Drehbuch angefangen haben? Ja, es war wirklich ein unglaublich hartes... weil es hatte damit zu tun, wenn Johnny Depp die Rolle spielt, sozusagen gab es einen ganz bestimmten Datum, zu dem wir das drehen mussten, und dann hatte er aber in seinem Vertrag, das wusste ich gar nicht, als wir anfingen, dass das gesamte Jahr, das war damals 2011, das gesamte Jahr 2011 war blockiert für potenzielle Herausbringung des Films Fluch der Karibik Teil, ich weiß gar nicht welcher Teil. Das hatte er sozusagen bei seinem Vertrag mit Fluch der Karibik, was halt sozusagen wirklich seine Cash Cow ist, ja, hatte er das unterschreiben müssen, und deshalb war das also etwas, was er dann in den Vertrag jedes anderen Films, den er irgendwie machen würde, musste er das auch hineinschreiben. Mhm. Das hieß, entweder wir hätten sozusagen mit der Herausbringung bis 2012 warten müssen, was aber bei einem Film mit einem großen Budget, da sozusagen, das würde das Studio nicht akzeptieren, weil, ich meine, sagen wir mal, wenn man einfach rechnet, was das die Opportunitätskosten dieses Geldes sind, dann halt über ein Jahr gerechnet sehr lang. Deshalb mussten wir das halt, wir haben Anfang Februar angefangen zu drehen wir mussten den Film im November abliefern, ja. Und es war so, dass der, und das war halt, ich meine, gut, das sind alles wahnsinnig interessante Lernerfahrungen. Das ist es wirklich, ja. Ich meine, man lernt, wenn man diese großen Filme irgendwie macht, lernt man das Medium schon nochmal ganz anders kennen. Es bringt einem wahnsinnig viel Erfahrung, aber auch vielleicht manchmal ein Wissen darum, weil man was Bestimmtes erlebt hat, sozusagen worauf man vielleicht verzichten kann, ja, und was jetzt unabdinglich notwendig ist. Aber ich meine, es hat halt, das große Kino hat halt irgendwie, hat natürlich einfach einen großen Reiz. Ja, ist die Frage, wie groß der Reiz ist, ja, und ob es, sagen wir mal, dieses Kino, ob es dieses genaue Kino eigentlich so überhaupt noch gibt. Ja, ich meine, sagen wir mal, die Sidney Pollack-Filme, wie wir gerade von ihm gesprochen hatten, die werden ja zurzeit gar nicht mehr gemacht. Ja, die sind, sagen wir mal, die sind geschrumpft auf die Größe von etwas wie The Imitation Game. Ja, also sozusagen Filme mit sehr viel geringerem Budget. Also das große Drama-Spektakel, ja, das ist ja eigentlich ein bisschen weggebrochen. Es gibt jetzt die kleinen, sehr anspruchsvollen, oft sehr guten Filme, und es gibt die ganz, ganz, ganz großen, spektakulären, sagen wir mal, 200 Millionen Dollar Superhelden Epen, ja, und dieses mittlere Spektrum ist ein bisschen weggebrochen. Wenn ich, sagen wir mal, ich habe noch die Hoffnung, dass man diese Filme mit dem amerikanischen Apparat machen kann. Ja? Sollte ich die Hoffnung eh verlieren, dann würde ich natürlich jetzt nicht sagen, okay, dann mache ich halt irgendwelche Spektakel, mit denen ich irgendwie keine innere Verbindung habe. Ja? Mir geht es jetzt nicht darum, möglichst viele Filme einfach nur irgendwie zu machen. Mir geht es schon darum, mich irgendwie auszudrücken. Sagen wir mal, jetzt bei mir geht es darum, Filme zu machen, die auch eine Einsicht in irgendeiner Form enthalten. Es ist ja eigentlich eine ziemlich vermessene Sache zu sagen, so, ich mache jetzt einen Film, ich beanspruche jetzt dieses ganze Geld für mich, dieses wahnsinnige Material, diese unglaublich vielen begabten Leute, jetzt sollen alle irgendwie den Film machen, den ich machen will.
das, sagen wir, das liegt mir so nicht. Ja? Also sagen wir so, wie das ein Clint Eastwood oder ein Mark Forster oder so angehen, das ist nicht meine Herangehensweise. Wo man halt, man liest 3 Monate all die Drehbücher, die einem zugeschickt werden, dann nimmt man sich das Beste, egal ob es jetzt toll ist oder nicht, ja, und dann dreht man das halt mit dem Handwerk, ja, und hat halt dann irgendwann eine riesige Filmografie. Das ist auch ein Entwurf, ja, aber das interessiert mich nicht, ja. Ich muss irgendwas für mich verstanden haben, so wie zum Beispiel bei Das Leben der Anderen war die Einsicht, ich hatte irgendwie ein Gespür dafür, ich hatte irgendwie für mich verstanden, was es bedeutet, wenn irgendwie so die Privatsphäre so extrem verletzt wird, ja, und was für Auswirkungen das auf einen Menschen hat, und wusste irgendwie, das kann ich darstellen, ja, mhm. Und dann habe ich mich sozusagen, ich wusste, da, oder zum Beispiel, oder bei, und bei The Tourist war es vielleicht eine kleinere Einsicht, was vielleicht sozusagen manche Leute geärgert hat, aber es war so, ich hatte für mich verstanden, was genau die ganz spezifische Schönheit von Angelina Jolie ist, ja, die ich, sag mal so, als völlig einzigartige, ganz originelle Erscheinung wirklich bewundere, ja, als Leinwandphänomen. Ich hatte für mich verstanden, was, sag mal, was mich an Venedig begeistert, ja, ist zwar jetzt vielleicht nicht sehr schwer einzusehen, aber es war immerhin eine Einsicht. Vielleicht habe ich nicht oft genug Einsichten. Ich hatte verstanden, was mich an Paris begeistert in bestimmten Teilen. Ich wusste, das kann ich so darstellen. Es kommt mir manchmal so vor, das ist ein Gedanke, der mir vor kurzem gekommen ist, als ob es eigentlich so ist, wenn man einen Film, also wenn man eine Idee hat für einen Film, ist es eigentlich so, als ob einem irgendwie aus der Wolke eine Stimmgabel gereicht wird und man hört diese kleine Stimmgabel und weiß, ah ja, okay, gut, so klingt, so soll der Film klingen, ja, und nur man kann die hören, weil es ist ein kleines Gerät und sozusagen die ist irgendwie auf, und dann, wenn man die hat, wenn man diesen Klang sehr klar hört, dann ist das Filmmachen eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig schwierig, weil dann kommen alle Leute, präsentieren einem irgendwas und, sagen wir mal, spielen einem irgendwas Kleines vor und man sagt, nee, das ist nicht genau so, warte mal, sozusagen komponier das doch mal in die Tonart um, ja, jetzt passt es, und genauso sozusagen mit den Kostümen und mit allem, und manchmal kommen sie auch und sagen, oh, wir haben eine ganz tolle Idee gehabt und machen einem was, spielen einem was Wunderschönes vor und man sagt, das ist toll, ja, aber es passt einfach nicht zu der Tonart. Und wenn man am Ende sozusagen dem ganz treu geblieben ist, ja, und dann wird der Film als Ganzes zusammenpassen. Das ist so. Mhm. Und irgendwann beginnen die Leute vielleicht auch im Idealfall die Tonart selber zu hören, ja, und da muss man gar nicht mehr so viel sagen. Natürlich kann es geschehen, dass die Umstände, sagen wir, so laut werden, ja, dass irgendein Produzent neben einem steht, hörst du da wirklich irgendwas, was hörst du da eigentlich genau, ja, und dann hörst du gar nichts mehr, ja, oder irgendwie, ja, ich meine, es kann schon Umstände geben, in denen man sich da irrt, aber normalerweise unter den guten Umständen ist das, ist das Filmemachen durch diesen klaren Ton oder auch das Drehbuchschreiben. Das ist genauso beim Drehbuchschreiben. Wenn man eine Idee hat, dann schreibe ich irgendwas und prüfe zwischendurch mal, oh, klingt das so? Ja, es klingt so. Und das muss ich für mich haben. Ja. Das kann man nicht auf Befehl. Das kann man nicht auf Befehl machen. Sonst macht man nur noch Handwerk. Sonst ist man, sonst kann es gar keine Kunst werden. Das bringt mich zu der Frage des Schreibens. Es gab ja mal eine Tradition, dass Filmemacher geschrieben haben. Also natürlich bedeutendsterweise in der Nouvelle Vague. Sie meinen jetzt so Texte, oder? Texte, ja. Ich meine jetzt nicht Drehbücher, sondern ich meine Texte übers Kino. Und das ist eine ganz tolle Tradition. Ich habe bei einigen Regisseuren immer den Eindruck gehabt, dass es eigentlich darum geht, viel mehr als ums Filmemachen, darüber, dass man übers Kino reden kann oder auch schreibend reden kann übers Kino. Zum Beispiel was Dominik Graf sagt, das ist eigentlich viel toller, dass man redet, wir müssen reden. Und sehr bedauert, dass das ein bisschen so in den Hintergrund getreten ist. Noch ein Grund, warum ich mich sehr über Ihr Buch gefreut habe, weil ich dachte, ach, sieh mal an, jetzt ist hier wieder mal ein deutscher Regisseur, der sich Schreiben mit dem Kino beschäftigt. Und ich frage mich, was das für Sie bedeutet. Ist das in so einer Drehpause sozusagen eine Vergewisserung, wo Sie stehen? Ist das eine Prüfung auch von Standpunkten, von auch in der Rückschau von Haltungen zu einer bestimmten Art des Kinos, zu bestimmten Filmen, auch einzelnen Filmen,
Was bedeutet das? Ja, doch, das kann ich vielleicht schon sagen. Ich meine, ich habe mich ja da sozusagen jetzt in ein ganz anderes, auf ein ganz anderes Pflaster bewegt und eben mit Los Angeles und Hollywood, wie es sozusagen gemeinhin heißt. Und ja, ich wollte mir schon auch, sagen wir mal, um jetzt nicht, um sagen wir mir selber treu zu bleiben, ja, auch über bestimmte Dinge klar werden. Und das ist oft, ist es schon eine gute Art, sich über eine Sache klar zu machen, indem man sie niederschreibt. Also ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer ein Tagebuch geschrieben und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, einfach in meiner Entwicklung als sozusagen fühlender Mensch. Ich wollte eigentlich für mich bestimmte Gedankenansätze irgendwie auch überprüfen. Sozusagen, stimmt das eigentlich so, wie ich denke? Und ich glaube, das stimmt schon, wie Sie es beschreiben. Ich meine, die Texte hatten dadurch schon eine gewisse Dringlichkeit. Also das sind jetzt für mich jetzt nicht irgendwie Gelegenheitstexte oder so, sondern ich prüfe für mich schon die großen Fragen des Kinos und will mich auch selber, ich frage mich wirklich immer bei allem so, also ich bemühe mich schon wirklich um eine große Ehrlichkeit und eben gleichzeitig ist es auch so, das ist vielleicht noch eine andere Motivation, mich grämt es manchmal, dass der Diskurs über Film auf einem nicht sehr fundierten Niveau stattfindet. Also ich kenne sehr gebildete Menschen, die, wenn ich ihnen sage, wenn ich mit ihnen über einen Film spreche, also wenn ich mit ihnen über ein Buch spreche, könnten die mir das Buch fantastisch auseinandernehmen, auch jede Lyrik. Aber wenn es um einen Film geht, dann sagen sie, ja, den fand ich gut. Ja, war ein bisschen langsam. Ja, oder der Schauspieler hat mich überzeugt. Die finde ich toll. Ja, oder so, es ist sozusagen so Worte, die man nie hören würde, wenn man irgendwie über ein anderes Medium sprechen würde. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, das liegt einfach nur daran, dass, gut, ich habe mich sozusagen, oder wir beide haben uns sozusagen sehr viel in unserem Studium mit diesen ganzen Fragen beschäftigt und uns vielleicht ein Vokabular und eine Blickweise angeeignet, die wird in der Schule nun einfach nicht so wirklich vermittelt. Ja. Wir lernen schreiben, aber wir lernen nicht Filme machen. Ja. Und oft wird über Filme jetzt nur im Zusammenhang mit einem bestimmten historischen Kapitel gesprochen. Also jetzt schauen wir uns einen Film zum Zweiten Weltkrieg an, weil wir das im Unterricht durchnehmen. Oder hier eine Verfilmung von Effi Briest, weil wir das sozusagen gerade im Deutschunterricht gelesen haben. Aber dieses ganz eigene, diese ganz eigene Kunstform Film, über die lernen wir gar nicht so richtig, uns auszudrücken. Wir lernen gar nicht richtig, über sie zu denken. Und ja, eigentlich ist so ein bisschen, wir hatten ja vorhin über die hamburgische Dramaturgie gesprochen. Mhm. Das hat mir schon als Buch wahnsinnig imponiert und mir auch sehr geholfen. Vielleicht war es so ein bisschen so ein Ansatz, so darüber zu schreiben, wie, ohne dass ich mich jetzt mit Lessing vergleichen will, aber sozusagen so wie Lessing irgendwie über das Theater dann geschrieben hat, ja. Ich glaube, dass ihm das sehr geholfen hat dabei, ein noch besserer Dramatiker zu werden. Ja. Und wie, ja, wie Sie richtig sagen, ich meine, die Schriften mancher französische Autoren, ich weiß nicht, sag mal, die Autobiografie von Elia Kazan oder auch von Kurosawa oder ich meine, sag mal, die, wo es Texte über Film gibt von Regisseuren, lese ich die immer sehr gerne. Ja. Ja, in Deutschland ist das Filmbuch bei den Verlagen keine so richtig beliebte Sache. Nein, glücklicherweise hat sich der Surkamp Verlag darauf eingelassen, obwohl, ja, ich meine, es stimmt, ich hatte irgendwie gerade gesehen, hatte mir eine sehr nette Dame beim Verlag, die hier diese Reise mitorganisiert hat, hatte mir eine Seite, hatte mir gezeigt, ja, toll, schauen Sie auf Amazon.de, Sie sind das Nummer 1 Buch im Bereich Filmästhetik, ja, und dann habe ich also sozusagen, dann habe ich also da geschaut. Und die Gesamtzahl war aber, glaube ich, ich weiß nicht, also auf der Gesamtbestsellerliste bin ich, glaube ich, auf Platz 15.000. Also insofern, es ist, Sie haben ganz recht, es ist sozusagen, sagen wir mal, vom Verlag eher ein Glaube, sagen wir mal, an die Kunsterziehung, so ein Buch zu machen, ja. Als jetzt ein kommerzielles Projekt. Ja,
trotzdem, glaube ich, ist es wichtig. Ja, es ist, man steckt so wahnsinnig viel Arbeit und Liebe in einen Film. Ja, es ist einfach so, so viel von sich. Und es ist irgendwie schade, wenn man das Gefühl hat, dass das, es ist ein trauriges Erlebnis, wenn man das Gefühl hat, dass das nicht so verstanden wird, wie man es meint. Ich meine jetzt im Positiven oder im Negativen. Das hat jetzt auch gar nichts mit guten oder schlechten Kritiken zu tun. Ich fand auch, sagen wir jetzt, oder mit Lob oder Nicht-Lob, ein unspezifisches oder irgendwie plagiertes Lob bedeutet einem sehr viel weniger als, sagen wir mal, eine fundierte Kritik von jemandem, wo man weiß, der hat hingeschaut und was empfunden. Ja. Also ich bin auch sehr dafür, dass Filme gucken in die Kunsterziehung. Und Filme machen. Das geht also ja heute. Filme verstehen. Ja. Ja, klar. Das geht ja heute. Das ist ja das Tolle. Ich meine, das ging in meiner Kindheit nicht. Das ging noch nicht mal, sagen wir mal, in der Kindheit von Leuten, die jetzt irgendwie 20 sind oder so. Das geht jetzt. Man kann für relativ wenig Geld oder sagen wir einfach mit den PCs, die Leute zu Hause haben, Filme schneiden. Die Festplatten sind groß genug, um den ganzen Film auch drauf zu spielen. Die Kameras kosten nichts. Es gibt keinen Grund. Heutzutage können Kinder in der Grundschule, wenn sie wollen, sozusagen ein Filmstudio haben, was wir vor 20 Jahren noch nicht mal in der Filmschule hatten. Und das ist eine tolle Chance. Und ich glaube, man sollte das unterrichten, man sollte das lernen. Ich meine, ich glaube nicht, dass viele dichterische Talente unentdeckt bleiben, weil Menschen halt sozusagen schreiben lernen. Ich glaube, dass immer noch viele Filmemacher irgendwie gewissermaßen unentdeckt bleiben, weil sie nie das Handwerkszeug lernen. Mhm. Und dem könnte man Abhilfe schaffen. Und es würde auch dabei helfen, zu sehen, wie wir letztlich irgendwie oft manipuliert werden, auch von den Nachrichten und so weiter. Das ist, wenn man selber Filme gemacht hätte und wüsste, wie der Manipulationsprozess funktioniert, dann wäre man selber dagegen immun. Das würde auch, sagen wir, die Mündigkeit der Bürger sehr befördern, glaube ich. Oder der Jungen. Eigentlich darf auch das Publikum noch Fragen stellen. Eigentlich. Nein, ich freue mich, dafür bin ich ja hier. Sie sagen, wann es endgültig zu Ende ist, gell? Hier ist nämlich nachher eine Filmvorführung und der wollen wir natürlich keinesfalls im Wege stehen. Entschuldigung. Also, wir nehmen drei Fragen. Das heißt, Herr von Nonnersmarck nimmt drei Fragen entgegen. Falls es drei gibt. Bitte. Sie einfach glaube, so immer, laut es gibt, sprechen. Es gibt doch ein Mikrofon, oder? Hat, nein? Komisch. Da hat jemand ein Mikrofon genommen, ist damit weggerannt. Ah ja. Ich drehe es in Ihre Richtung. Ah nein, das ist die Lampe. Natascha kommt mit dem, da ist was drin. Ach so, verstehe. Jetzt funktioniert. Rumpel, hört man gleich. Ja. So, ich meine mal irgendwo in der Presse gelesen zu haben, dass Sie, weil Sie vorhin die Superheldenfilme ansprachen, mal einen angeboten bekommen haben oder zumindest im Gespräch waren für einen, aber abgelehnt haben oder nicht wollten. Naja, ich meine, aber ich meine mich auch gerade zu erinnern, dass Sie Star Wars sehr gut fanden. Ja, ich meine, gut, da war ich vier, aber ich finde es immer noch, ich finde ihn immer noch gut, den Film. Ich muss ihn jetzt, und vor allen Dingen sehe ich auch, wie meine Kinder mit 11, 9 und 7 einfach so begeistert sind von dem Film, wie man gar nicht mehr begeistert sein kann. Ich die mit, also gut, meine Filme haben die jetzt noch nicht gesehen, aber sagen wir mal, da käme ich nicht mal ansatzweise ran, niemals, ja. Sozusagen Menschen so tief zu begeistern, wie meine Kinder zum Beispiel von Star Wars begeistert sind. Ich habe auch gar nichts gegen das Genre Superheldenfilm. Also sozusagen die Sache in der Presse kam sicher nicht von mir, weil ich über Projekte, die ich angetragen bekomme, eigentlich nicht rede. Es ist so, es gibt viele Superheldenfilme, die ich sehr, sehr mag. Ich habe überhaupt nichts gegen das Genre. Sagen wir, die Spider-Man-Filme von Sam Raimi finde ich, also sozusagen wirklich, haben
also tolle Kunst auch, ja. Der erste Batman von Tim Burton, der hat mich wirklich sehr begeistert und das halte ich auch für einen sehr einflussreichen Film. Auch den ersten Batman von Christopher Nolan oder, und sagen wir mal, sowas wie Iron Man ist wahnsinnig unterhaltend. Also ich schaue mir die Filme schon an. Also es ist, ist jetzt nicht sozusagen irgendwie ganz oben auf meiner Liste der Dinge, die ich als nächstes angehen will. Ja. Ja, ich erlaube mir eigentlich keine Frage zu stellen, sondern ich möchte gerne drei Zeilen vorlesen, nicht um Ihnen Konkurrenz zu machen, sondern was mich nach dem Lesen des Buches, nachdem es mir auch sehr gefallen hat, sehr beeindruckt haben. Das schreiben Sie gleich auf der Innenseite. Der Autor spendet die Gewinne aus dem Verkauf dieses Buches an die Fürst-Donnersmarck-Stiftung für Menschen mit Behinderung. Mhm. Das wollte ich nur gesagt haben. Vielleicht lassen sich noch mehr Leute, eine kleine Werbung für Sie und für das Buch, dazu bewegen, das Buch zu kaufen. Inhaltlich haben Sie ja schon die beste Werbung gemacht. Na, vielen Dank. Also das ist das, da bin ich Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank. Das ist wirklich auch eine ganz tolle Stiftung. Mein Vater war da auch im Kuratorium. Deshalb weiß ich, dass alles Geld, was man denen spendet, wirklich bei den Behinderten ankommt. Und das hat eben vor 100 Jahren ein entfernter Verwandter gegründet und damals für die Kriegsversehrten vom Ersten Weltkrieg. Dann gab es aber irgendwann keine sozusagen so Kriegsversehrten mehr und jetzt ist es wirklich einfach nur eine Organisation, die sich darum kümmert, den Behinderten das Leben besser zu machen und die vergeben Preise für Leute, die Sachen, die Erfindungen machen, die den Behinderten das Leben leichter machen und die wir haben Wohnheime für Behinderte und organisieren für sie Reisen, so Reisebüros, die wirklich einfach nur jeder einzelne Ort, wo diese Leute mit ihrer spezifischen Behinderung hinreisen können, dadurch reisen auf die Behinderten zum ersten Mal, weil das sonst für die eine sehr unheimliche Erfahrung sein kann, an einen Ort zu kommen, wo man nicht weiß, ob man sich da mit der spezifischen Behinderung bewegen kann. Also das ist wirklich toll und also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das erwähnen, weil mir diese Stiftung sehr am Herzen liegt. Ach, ich bin mal okay. Hallo, also ich habe eine Frage, die in eine etwas andere Richtung geht. Und zwar habe ich vor kurzem ein Interview mit Tarantino gesehen, in dem er erneut auf die viele Gewalt in seinen Filmen angesprochen wurde. Mhm. Und er hatte etwas genervt dazu gesagt, ja, meine Filme entsprechen nicht dem echten Leben. It's a fantasy, it's not real life. Und das würde mich zu der Frage bringen, glauben Sie, dass man Filme mit dem realen Leben vergleichen sollte? Also wie zum Beispiel auch ein Film Das Leben der anderen oder ob man Filme wirklich rein als Kunstwerk sehen sollte? Ja, das ist interessant. Ja, das ist eine große Frage. Es gibt ja eben da dieses wunderschöne deutsche Wort von eben Dichtung und sozusagen, ich glaube, dass Film verdichtete Wahrheit ist. Also das heißt sozusagen eben, ich stelle mir das immer so vor, dass eben Dichtung in seinen beiden Bedeutungen, das ist halt, dass hier irgendwie die starke Hand des sozusagen Dichters eben die Wirklichkeit genommen hat und sie verdichtet hat, eben sozusagen mit seiner Hand zusammenkomprimiert. Und das, was dann da übrig bleibt, ist eben, sagen wir mal, zwar aus dem gleichen Stoff gemacht wie die Wirklichkeit, aber es ist eben dichter, ja, verdichtet, es ist Dichtung. Ja, ich meine, diese ganze Sache mit Gewalt, ich habe da auch ein paar Texte über Tarantino. Ich meine, ich würde mich nicht wohlfühlen dabei, sagen wir mal, so eine Gewaltverherrlichung zu betreiben, wie es Tarantino macht. Ich glaube schon auch, dass man eine gewisse Verantwortung hat, irgendwie als Filmemacher. Ich möchte den Menschen irgendwie, also ich möchte sozusagen mit meinen Filmen vermitteln, gut, sagen wir, das Leben hat unglaublich tragische Seiten. Ja, es ist noch in den meisten Fällen tödlich geendet. Trotzdem lohnt es sich irgendwie. Ja, es ist sozusagen, es ist, sagen wir mal, eine Tragödie, die trotzdem Freude macht. Ja, es ist sozusagen so ein ganz eigenes Genre, dem versuche ich irgendwie nachzuspüren.
wenn man irgendwie einen Film macht, der zeigt, dass, sagen wir mal, eins der Gründe, aus denen es sich lohnt, ist, weil man sozusagen den Bösewicht dann ins Gesicht schießen kann und ihm die Zungen abbeißen oder was auch alles sozusagen Tarantino zelebriert in seinen Filmen, dann finde ich das ganz, finde ich das schon bedenklich. Aber ich meine, sagen wir mal, vielleicht, dass er es macht, finde ich noch nicht mal so bedenklich, dass das ist uns so alle, mich auch, so begeistert. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Ich meine, dass das jetzt wirklich sozusagen so irgendwie der Mainstream ist, ja, da hat schon so eine gewisse Verschiebung stattgefunden. Das ist eine sehr schwierige Frage. Aber sagen wir zum Beispiel, ich finde sowas wie 50 Shades of Grey viel bedenklicher als, sagen wir, so eine Gewaltdarstellung. Weil ich glaube, dass sowas, ich meine, bei Tarantino ist ja irgendwie klar, der ist halt, sagen wir mal, ein genialer Schlechter, ja. Und das, gut, sowas gibt es irgendwie, das gibt es halt, er ist ein Phänomen, ein Naturphänomen. Aber sagen wir mal, sowas wie 50 Shades of Grey, wo irgendwie ein Gesellschaftsbild oder ein Frauenbild entworfen wird von so der Frau, die irgendwie, ja, sie studiert Literatur und ist irgendwie, das ist natürlich eine brotlose Kunst, aber dann trifft sie einen Mann und der ist so reich und deshalb lässt sie alles mit sich machen, ja. Das finde ich letztlich irgendwie viel bedenklicher, weil das wird dann irgendwie als, ja, Skandalfilm, die Mädchen schauen sich das verbotenerweise an und irgendwie bleibt ein bisschen was haften. Ich glaube, sowas letztlich, dass man sowas so massiv in den Mainstream reinlässt, dass sowas, sagen wir mal, jetzt eine gar nicht so restriktive Altersfreigabe hat, ja, das finde ich noch bedenklicher. Weil das auszuleben, dazu haben wir die Möglichkeit. Glücklicherweise gibt es ja noch das Gesetz, was uns davor bewahrt, die Tarantino-Fantasien auszuleben. Ja, ich fand es sehr interessant, wie Sie vorhin über The Tourist gesprochen haben und auch wie stark da der Druck war. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht, ich will nicht sagen... Sie gar nicht. Können Sie kurz mal die Hand heben, weil ich weiß nicht genau, ja, wo Sie sind. Ah ja, okay, gut, da sehe ich Sie. Ja. Danke, Entschuldigung. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Maschinerie nicht so unbedingt ihre Welt ist, in der sie gerne arbeiten. Ist das so? Ich meine, mir hat das schon Freude gemacht, ja, sagen wir mal, das war schon schön und ich meine, ich bin auch, ich habe schon, sagen wir mal, ja, ich meine, sagen wir mal, ich würde mir jetzt einige Umstände etwas anders schaffen, als ich da hatte, aber das, gut, nun, das würde ich auch für das Leben der anderen sagen. Ich meine, man ist sozusagen, man entwickelt sich ja fort auch mit den Erfahrungen, ich meine, ich weiß jetzt auf jeden Fall genau, welche Startbedingungen ich haben möchte für einen Film, den ich angehe. Und deshalb ist es auch so, dass ich jetzt nicht gleich wieder in den nächsten Film reingesprungen bin, weil ich einfach will, ich weiß genau, wie das, sagen wir, wie die Umstände aussehen sollen. Aber insgesamt war das schon eine wichtige Erfahrung. Also sagen wir, wenn ein Filmemacher das nicht mal erlebt hat, ja, dann fehlt ihm einfach ein ganz wichtiger Teil des filmemacherischen Lebens irgendwie. Ja, das, ich glaube, das würde auch, sag mal, das würde sicher auch Tikva über seine amerikanischen Filme sagen, ja. Das würde Scorsese über jeden seiner Filme sagen. Ja, gut, ich meine, ja, es ist ja, letztlich geht es ja auch irgendwie, ich glaube, in jedem kreativen Leben geht es ja irgendwie darum, sich selbst irgendwie auszuloten. Und dazu gehören auch Sachen, die einem vielleicht mal, sagen wir, etwas unheimlich sind oder für die man auch mal irgendwie einen Spießrutenlauf durchlaufen muss. Sozusagen, es gehört dazu. Ja, ich meine, und sagen so, in der Hinsicht kann ich zu dem Tourist schon stehen. Wir sind jetzt... Darf ich noch mal ganz kurz anknüpfen? Ja, ja, doch. Ach komm, das noch. Das ist... Bitte? Ja, das war Frau Sachse, meine Nachbarin. Ja, also könnte das eine parteiische Sache sein. Als wir in Frankfurt gelebt haben, von 1984 bis 87, war die Dame, die ich leider seitdem gar nicht wiedergesehen habe, auf der anderen Seite des Flurs. Von uns in der Scheffelstraße 11. Also bitte, die Frage kann man nicht abwürgen. Entschuldigung. Sie waren damals nett, seien Sie auch jetzt nett. Ich bin wahnsinnig nett. Ich knüpfe direkt an
das, was sie gefragt hat. Mhm. Du hast jetzt erklärt, du hast dich entwickelt, du hast Erfahrungen gesammelt und du hoffst, dass es ein Mittelding gibt zwischen Nouvelle Vague und Star Wars, eine Orientierung, die für dich und deine Art, Filme zu machen, wichtig ist. Frage, wo ist denn deine Schallgrenze? Wo fängt denn das Kräftemessen an zwischen den Kreativen, also Schauspieler, Regisseur, Techniker, und den Produzenten und den Geldgebern? Gibt es eine Schallgrenze, wo du jetzt in deinem Status sagen kannst oder dir erlauben kannst zu sagen, bis dahin und nicht weiter, sonst könnt ihr auch euren Mist alleine machen. Ich verstehe, nein, so ist das nicht. Da ist, sagen wir, liebe Nachbarin, ein Missverständnis sozusagen. Ja, es ist sozusagen so, dass die, niemand sagt einem Regisseur, was er machen soll oder sowas. Das gibt's nicht. Ja? Das gibt's nicht. Es gibt keinen einzigen Fall, nirgends je in der, sagen wir mal, dokumentierten auch Studio-Filmgeschichte, sozusagen, wo ein Produzent sagt, so, das machst du jetzt. Also ich meine, vielleicht bei irgendwelchen obskuren Horrorfilmen, von denen man irgendwie nie hört oder sowas, aber das gibt es nicht. Es ist sozusagen so, sonst würde ja auch niemand, also sonst würde kein Kreativer irgendwie mit dem Studio, das würde sich herumsprechen. Es gibt ja verschiedene Studios, man muss ja jetzt den Film nicht bei dem Studio machen, was einen gerade da drangsaliert. Nur, es ist natürlich, sagen wir mal, es gibt ja noch andere Fragen, also ist ja die Frage, sagen wir mal, ist, wenn man wirklich ins Feinstoffliche hinein will, muss ja mehr gegeben sein, als nur, dass einen keiner zwingt, etwas Bestimmtes zu machen. Es muss auch, sagen wir, eine Atmosphäre, wo man sozusagen wirklich gestützt wird und die Leute sozusagen wollen, dass man sich sozusagen bis in seine letzten Verwicklungen auslebt. Ja? Und dafür muss man sich einfach über die Zeit sein Team zusammenstellen, die Atmosphäre schaffen, sagen wir mal, wo man dann einfach in Ruhe die Stimmgabel hören kann. Ja. Die Stimmgabel. Ich glaube, das ist, ich habe überhaupt keine Zeit für ein Schlusswort. Die Stimmgabel war das Schlusswort sozusagen. Ja. Ich danke Ihnen sehr. Es war wirklich Ihnen. Ein Vergnügen. Vielen Dank für mich auch. Danke, Frau Lücken. Ja, und oben gibt es auch einen Büchertisch und natürlich auch die Möglichkeit, das Buch noch signieren zu lassen. Hier bin ich mit meinem Stift, stehe ich bereit. Das muss natürlich sein. Ja, sehr schön.